Geschwister sind ja was Tolles. Manchmal. Und Familie ist was Wichtiges. Manchmal. Der Sandtigerhai frisst zum Beispiel seine schwächeren Geschwister im Mutterleib. Oh. Survival of the fittest. Da müsst ihr nicht nach Panama. Das fängt schon in Mama an. Was man bei einem Haiangriff machen soll? Die Schnauze wegdrücken? Nein, den armen Mann erstmal in den Arm nehmen. Was ist denn das für eine Kindheit? Und der Kuckuck schmeißt seine Geschwister aus dem Nest und ist noch nicht mal mit denen verwandt. Und dann sind die Viecher im Vergleich zu ihren unfreiwilligen Adoptiveltern auch noch massiv chunky. Da musst du aufpassen, dass der dich nicht auch noch mit runterschluckt. Der Wahnsinn! Ich glaube, bei mir zu Hause lief das ähnlich ab. Wo wir dann auch bei der Krönung der Schöpfung sind. Dem Menschen! Hier könnten wir jetzt aus unserem Lieblingsbuch zitieren und hinterfragen, inwiefern Adam und Eva verwandt sind oder nur verheiratet und wie gut eigentlich deren Beziehung war. Iss nicht diesen einen Apfel. Und sie isst den Apfel. Und zack, Wohnung gekündigt. Nee, komm, hol den Kuckuck. No! Und über Kain und Abel will ich heute auch nicht reden. Nette Brüder. Und Hades ist literally mit der Entführung seiner eigenen Nichte für die aktuelle Jahreszeit verantwortlich. Yay, Winter, wow. Also kommen wir lieber wieder zurück. Zurück in die Reality. Den Wahnsinn, der gerade wirklich passiert. Geschwister sind toll. Sind sie weg? Geschwister sind somit das Schlimmste, was es auf der Welt gibt. Zusammen auf der Rückbank. Katastrophe. Wer darf zuerst duschen? Wer kriegt das letzte Stück Schokolade? Wer darf den verdammten Adventskranz auspusten? Das sind reale Probleme, wirklich. Vielleicht jetzt nicht ganz so krass wie das Ende der Welt, aber hey, kann jetzt auch nicht jeder Pauline Bonaparte als Schwester haben, die mal eben für lächerliche 6 Millionen Franken ein ganzes Land verkauft, das sie nicht verkaufen sollte. Und Geschwister sind ein bisschen so wie Freunde, nur dass die meistens älter oder jünger sind, euch nicht mögen und nach dem Spiel nicht nach Hause gehen, weil das hier auch ihr Zuhause ist. Und ich will jetzt nicht haten, aber Mama, Papa, zwei große Schwestern. Really? Wo ist der Bruder? Aber gut, wenn die sich nicht mehr drum kümmern wollen, dann hole ich mir halt meinen eigenen Kuckucksbruder ins Nest. Meinen guten Freund und guten Chef. Wie heißt der nochmal? Nico. Nico mit C, das liebt er besonders. Könnt ihr mal kurz die Chance nutzen und Nico in den Chat spammen. Das würde ihn wahnsinnig erheitern. Und mich auch. Und mit diesem Nico mit C werde ich heute endlich den Spaß haben, den man mit seinem Bruder eben haben kann. Ich hatte den nie. Ich hole es jetzt nach. Wir werden also über alte Geschichten lachen, weinen und uns in unterschiedlichen Disziplinen messen und schauen, wer wirklich der Beste ist. Unterstützt wird das Ganze von Magic the Gathering und das neue Set Krieg der Brüder. Warte mal, das ergibt ja voll Sinn. Erlebt uns also live in Farbe und vielleicht sogar mit Ton. Ab jetzt. Das hier war noch gar nicht live. Das ist ja seltsam, muss ich sagen. Oh. Die schreiben alle Nico mit C. Wie kommt denn das? Jo. Und vor allem merke ich, dass da doch noch was Kleines auf dem Ton ist, obwohl das nicht sein sollte. Nee, aber das ist toll. Das gucke ich mir. Ich habe das anmoderiert mit, wir haben vielleicht Ton. Ich habe nicht gesagt, wir haben auf jeden Fall Ton. Wir haben Ton. Ich sehe da einen Ausschlag. Wir sind eine Familie. Ihr wundert euch vielleicht, warum wir aussehen, wie wir aussehen? Weil wir verwandt sind, verdammt nochmal. Ab heute. Ich habe das Gefühl, du hast deine Haare heute schöner als ich. Ich sag das ganz ehrlich. Also, sehe ein bisschen aus, als würde ich bei FTX arbeiten und hätte gerade den Karren an die Wand gefahren. Darum geht es heute aber nicht. Es geht heute um uns beide. Um die Geschwister, um die Brüder. Die schreiben mich alle mit C, du mieses Ding, du. Ich dachte, du magst das. Du bist so böse. Das ist auch toll, wenn das in E-Mails. Du antwortest mit Liebe Grüße Nico mit K und dann die nächste E-Mail fängt an mit Hey Nico mit C. Wie passiert sowas? Warum macht ihr das? Das machen die Leute doch absichtlich, oder? Warum tut ihr das? Weil die dich mögen. Das ist so, sind Familienmitglieder. Du hast doch wirklich Brüder, oder? Drei, ja, drei. Wie ist das so auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 so richtig Omega-Premium ist? Das kommt immer darauf an, mit wem du sprichst und welche Zusammensetzung an Brüdern vorhanden ist. Alle. Dann ist. Warst du der Arsch? Ja, ich war der Jüngste. Das kann ich mir vorstellen. Ich war der Jüngste. Oh, ich bin auch der Jüngste. Der Jüngste ist immer der Arsch. Das ist schön. Ich wollte immer einen Bruder haben, weil ich dachte, man könnte besser mit denen spielen als mit Schwestern. Stimmt das? Ja, erstens. Zweitens, also der Chat kann jetzt aufhören, mich mit C zu schreiben. Das ist okay. Die ersten 3 Minuten waren lustig. Wir haben alle viel gelacht. Ha, ha, ha. Hast du wirklich gelacht? Nein, habe ich nicht. Naja, das ist ja schade. Also ich würde es dir auch gönnen, wenn du heute ein bisschen Spaß hast. Aber es geht ja eigentlich um unser brüderliches Gegeneinander. Ist das so ein Thing? Weil ich kenne mich nicht aus. Ich habe 2 große Schwestern, ich habe ein gelbes Wendy-T-Shirt geerbt und also das war's. Also das, was bei jeglichen Geschwisterarten immer gleich ist, ist, dass man immer die Klamotten kriegt. Ja, Hand-Down, das ist einfach so. Aber hast du 4 Generationen Klamotten bekommen?
Oder war das ein OG-Klamotte, das durchgereicht wurde? Also manche Sachen waren so hässlich, ich bin der festen Überzeugung, das war einfach komplett. Aber waren das so Lumpen, was? Das ist Harry Potter unter der Treppe. Ja, das war wirklich. Und dann haben die Leute dich auch noch mit C geschrieben. Was davon ist schlimmer? C. Deswegen finde ich deinen Chat heute doof. Du findest den Chat doof? Ich finde deinen Chat heute... Ich finde euch großartig. Wir sind eine große Familie und ihr könnt jetzt mal in den Chat schreiben. Von der Skala von 1 bis 10, wie ist eure Erfahrung mit euren Geschwistern? Ich würde eine solide 4 geben. Ich habe keinen Namen, hat gesagt, er hat 8 Geschwister. Wirklich? Also ich bin froh, dass meine Eltern diese Gene nicht noch mehr verteilt haben. Meine Mutter hat gesagt, nach dem 4. hat sie keine Lust mehr gehabt. Und ich glaube, es ging grundsätzlich um die Geburt als solches und um das Aufziehen von Kindern. Das ist wie wenn du so ein... Du hast ein Gummiband und du lässt es so flippen ein paar Mal. Das ist wie Houdini. Da kam immer mehr. Irgendwann muss man einfach aufhören. Ich muss dir übrigens mitteilen, weil ich gerade eine echt schöne Kette sehe. Ich habe meine verloren. Nee, dann geh die mal holen, Alter. Das akzeptiere ich nicht. Das ist eine Familienkette. Die hat uns unsere gemeinsame Mutter damals geschenkt. Ja, Entschuldigung. Die hatte dieselbe Frisur. Aber jetzt kann ich die Chance ja mal nutzen und Hallo Chat, wie geht's? Na, 5 von 10, 6,8 von 10, 10. Weil ich meinen Bruder komplett ausnutzen kann. Bist du meine Schwester oder was? Nein, bei uns war es nicht so schlimm. Minus 8 von 10. Alter. Wer wohnt in der Ananas ganz tief im Meer? Warum? Haben wir das nicht letztens erst in einem Video gehabt? Alter, das macht mich traurig. Nico mit C. Sehr gut. Ja, was haben wir heute vor? Wir werden so ein paar typische Brudergeschichten machen. Wie gesagt, ich bin eigentlich nur dabei, weil ich absolut keine Ahnung habe von Bruder sein. Also Bruder haben eher. Bruder sein konnte ich ganz gut, würde ich behaupten. Bedeutet aber, wir werden ein bisschen Carrera-Bahn fahren. Da habe ich mich schon spoilern lassen, weil ich die Bahn gesehen habe. Wir werden sehr brüderliches Monopoly, wollte ich gerade sagen. Wie heißt das? Memory spielen. Und natürlich malen. Wie Männer das halt machen. Und wir werden Nico mit C durch diese Kamera laufen. Hör jetzt auf! Warum machst du das? Nicht krass? Du kannst wieder drehen. Ich kann wieder drehen. Ich kann wieder drehen. Ja, das ist der Wahnsinn. Hallo, na? Hi, na? Jetzt ist... Was ihr nicht versteht, wir haben uns gerade doppelt gehört mit so einer minimalen Verzögerung, was ein bisschen weird war. Ich fand das toll. Ich kann das total gut. Ich konnte heute zweimal nicht sprechen. Stimmt, aber jetzt ist es wieder jetzt ist wirklich auf die Minute genau. Sieht das nicht mehr so aus, als wärst du ein Hamster. Das will ich. Der Zahnarzt hat mir heute ganz viel reingeböllert und ich finde mich wunderschön. Die Zahnarztgeschichte interessiert keine Sau. Ich bin ein Match für mich. Nee, also wenn ich mich selber so sehen würde, ich würde auf jeden Fall in die Müllrichtung swipen. Liebe Leute, ich möchte ganz gerne in den Chat ein ganz kurzes... Also wenn ihr der Überzeugung werdet, das wäre ein Match, dann bitte Match auch einfach mal rein spam. Ihr dürft, wenn wir sagen, ihr dürft spam, dürft ihr auch spam. Wenn ihr jetzt nicht spam, der Bot. Kein Versprechen, der Bot ist immer so ein bisschen... Nein, das geht. Der Bot mag das. Ja, komm. Was sollen die spammen? Ob die dich matchen würden? Ja, oder dich von mir. Es ist einfach Match. Also, ihr könnt Nico mit C oder Malde mit L schreiben. Eins von beiden könnt ihr matchen, aber nicht beides auf einmal. Das wieso? Wir sind Geschwister. Das ist echt. Habt ihr das so gemacht bei euch? Weil bei mir und meiner Schwester lief das Klamotten nicht so. Und Kuchen. Was hast du gerade gesagt, Alter? Das ist ganz schön schlimm. Ich meine wirklich Kuchen. Ich meine wirklich echten Kuchen. Aber also ich mein Kuchen. Was bedeutet teilen? Weil du sagst immer von mir, ich esse übel schnell. Das stimmt. Und das kommt davon, weil wir hatten einen großen Topf mit Nudeln in der Mitte und dann wurde daraus gegessen, also rausgenommen und dann gegessen. Digga, was meinst du, warum ich schnell geworden bin? Weil sonst wäre ich verhungert. Ich wie so eine Maus. Seitenprofile gesehen. Nee, da, schön. Da kommt die Frisur, aber nicht nee, gut da darf man nicht hingucken. Guck dich da. Geh weg. Nee, die Kamera ist ganz, ganz schlimm. Aber wie gesagt, wir haben mehrere Wettstreite. Natürlich unter anderem auch eine Runde Magic. Kommen wir gleich zu. Aber es geht ja auch wieder um was. Na, selbstverständlich nicht geht es um nur was. Die Ehre von Mama und Papa, nicht nur ums Enterben, sondern um den einzig wahren, legendären, aus Gold geschmiedeten Malernativ-Pokal. Ist er nicht schön? Schaut ihn euch an. Ein ist Wanderpokal, der bisher, glaube ich, noch kein einziges Mal bei mir gewandert hat. Für den Wanderpokal war der ganz schön lang bei mir. Der ist ein Einschlafpokal. Man kann wandern, man kann der Koma-Pokal, der ist da geblieben. Aber heute ist, also ich muss ihn jetzt offiziell noch auf deine Seite stellen, aber das ist heute. Heute wird er hier langsam aber sicher rübergehen und ich werde ihn nicht klauen, sondern er wird offiziell zu mir kommen. Es wird mein Ding.
Kann ich hier was draus trinken? So einen Siegerschluck am Ende? Ja, aber du wirst ja verlieren, das ist das große Problem. Wir sind aber heute natürlich nicht ganz allein da, unabhängig von den Leuten, die die Kameras bedienen und kaum. Und den 600 Leuten im Chat. Hallo? Jemand hat 6,66 € top-chattet. Mega-YouTube. Wie heißt das? Super-Chat. Ja, Super-Chat, weil das ist nämlich super. Ich bin nur dabei heute, ich weiß nicht. Also okay, aber wir haben natürlich, wer mich auch eigentlich nur dabei ist, das ist ganz böse, ja. Ist natürlich unser Magic-Experte und wir können ja mal rüberschalten in die neu ausgeleuchtete Lounge. Oh, guck mal. Hi, na? Mega, hallo. Hallo, Lukas. Ich möchte übrigens kurz mal einwerfen, du beschwerst dich, dass du vom Chat mit C geschrieben wirst. Hast du mal in unsere Shotlist geguckt? Ja, ich hab mich selbst falsch geschrieben. Nee, du hast mich falsch geschrieben. Ach so. Ja, das ist ja ein bisschen Schwund ist immer. Das Ach stimmt. Okay, das Wieso hab ich dich falsch geschrieben? Oh! Lukas mit C. So. Das ist der Falsche. Ja. Ah, das tut mir leid. Ja, aber kannst du damit ein bisschen leben? Ist das für dich auch schlimm? Ist mir egal. Also, nervt ein bisschen, aber ne. Ja. Gibt Schlimmeres. Ja. Ist euch eigentlich aufgefallen, lieber Chat, dass bei dem Wartebild und so weiter, und auch was hier so ein bisschen im Hintergrund, ja, aber bei uns nicht so ganz nee, gut, aber bei Lukas, das ist... Das ist dein Gesicht. Das wurde darauf gemalt. 15 Leute haben wochenlang gegrübelt, wie sie dein Gesicht hinkriegen. Und dann habe ich Janine gefragt und die hat es einfach gemacht. Das ist der absolute Hammerwahnsinn. Aber weißt du, was ich, dass ich viel geiler fände, wenn hier mal einer ein bisschen, also der das Turbogras anmacht. Rauchmann drückt, Rauchmann. Aber es passiert gar nicht. Ich glaube, weißt du, was passiert? Ah, Gott! Ja! Warum geht das eigentlich bei mir? Warum nicht? Du stinkst. Das ist die Visualisierung unseres Geruchs. Das stimmt. Ist das nicht schön jetzt, Alter? Das ist viel geiler. Was ist denn so eine typische Geschichte, wo du deine Geschwister wirklich, wirklich einen reingehauen hast? Also okay, ich muss sagen, also wirklich viel geschlagen haben wir uns nicht. Nee, das meine ich nicht. Ich meine wirklich so mit einer Aktion, wo du heute sagen würdest... Ach. Aber eine Sache, an die ich immer denken muss, wenn mich jemand fragt, was macht für dich deine Familie aus... Irgendwo, wir waren im Sommerurlaub oder sonst wo unterwegs mit der Familie. Ja. Wir sind immer in Schmuckläden gegangen. Immer. Weil ich hatte ja meine Mutter, die war an Schmuck interessiert und meine beiden Schwestern auch. Und oh mein Gott, die haben alle über 300 Paar Ohrringe. Und die passen dann zu, die Ohrringe passen zu den Schuhen. Digga, ich habe in meinem Leben so viel Schmuck gesehen und so viele Läden von innen. Ich muss nie wieder da reingehen. Wenn Janine jetzt sagen würde, Alter, oh, ich will einen Ring haben. Ich kann ihr sagen, wo sie in Barcelona hingehen muss, um sich einen verkackten Ring zu kaufen. Die habe ich da nicht gefunden. Das ist mit Liebe, weil das ist unsere brüderliche Liebe. Aber das ist wirklich, ihr müsst euch vorstellen, ich war 8. Ich mochte Pokémon, Alter. Und wo musste ich hingehen? In Rom. In die Kirche. Nee, das auch, und das hat mich auch genervt, weil die mit den kurzen Hosen ein bisschen nicht reingekommen und dann war mein Papa sauer auf mich, weil ich hatte eine kurze Hose an. Ja, aber das ist aber auch du Augen auf was, bei der Digga, ich hab mich Augen nicht selber angekleidet. Das war meine Mutter, hat gesagt, hier ist ein gelbes Wendy-T-Shirt mit einem Pferdekopf. Du gehst in Rom zum Papst und beschwerst dich, dass der Papst sagt, geh eine kurze Hose. Der Papst war nicht da. Der hat keine Zeit für mich. Nee, aber dann, ich hab Ohrringe gesehen, ganz viele Ohrringe. Das ist wirklich, ich weiß nicht, den Hass versteht man vielleicht nicht, aber das also war... Also bei mir war so das Typische, ich habe mich halt, wenn das einfach nicht so lief, meine formidable Taktik nicht aufging, habe ich mich auf den Boden geschmissen, habe gesagt, hier, der hat mich gehauen und dann gab es Stubenarrest und ich habe den Kuchen bekommen. Das ist der Kuchen. Ich habe doch gesagt, ich rede von Kuchen. Ich rede von Kuchen. Der ganze Chat hat verstanden, was ich meinte, nur du nicht. Der Chat hat verstanden. Wir haben alle Brüder. Chat. Ich weiß noch nicht, wie das geht. Du bist ja mein erster Bruder. Ich bin auch gerade aufgetaucht. Ja. Hör auf, das komisch zu machen. Haben wir jetzt eigentlich dieselbe Mutter oder ist unsere Mutter jeweils, ist das nach Wochentagen Such geteilt? Such dir das aus, wie du möchtest. Montags bis Mittwochs mag ich deine Mutter. Warum ist das wichtig für dich? Ich möchte zwei Mamas. Ich bin nur dabei. Ich habe mir doch keine Hintergrundlore ausgedacht, haben. Wie das bei uns beiden ist. Ich möchte zwei Mamas. Okay, dann haben wir zwei. Meine Güte, was ist denn mit meiner Frisur? Was denn? Wir sehen gleich Welcher aus. Tag ist heute? Heute ist Donnerstag. Na, dann war ja meine Mama schuld. Die hat ja überhaupt nichts unter Kontrolle. Ich nehme das zurück. Donnerstag soll auch deine Mama für mich zuständig sein. Alles klar, machen wir so. Hallo, Frau Margaret. Ich muss halt sagen, ich finde, wir sehen aus wie irgendwie die billige Version von den Jonas Brothers. Die billige und sehr viel ältere Version. Wusstest du, dass das nicht nur drei sind, sondern vier? Ja, das habe ich. Über den vierten hat man noch nie irgendwas gehört. Ja, den sitzt du ja auch hier. Das bin dann ich. Und ich bin der Fünfte, der Double. Man weiß ja nie, wo man einen braucht. Aber ich habe wirklich meine Brüder oft geärgert mit sowas. Also wirklich oft einfach gesagt, hier, das
Ich war ein Arsch. Als das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich war auch ein richtig schlimmes Kind. Also wenn ich jemals Kinder kriege und ich merke, der ist wie ich, aber da kann ich aber deine Mutter also zum Glück ein wenig besänftigen. Du bist auch als Erwachsener. Nee, das ist ganz gut so gekommen. Ich bin ein toller Mann. Ach du. Ja. Ich erinnere mich auch, dass das wirklich immer so war. Auch irgendwann fing noch Shotgun an beim Autositzen und so weiter. Beim Autositzen, beim Beifahrer. Flow. Wie heißt das, wenn man vorne sitzt, wenn man da sitzt? Beifahrer. Ja, aber wenn man mehrere ist, dann... Ja, heute ein bisschen. Also die Passagiere. Ja, genau, Passagiere. Da bin ich gebordet, damals immer. Und dann musste ich immer hinten borden, in der Mitte. Das ist ja die Sitzreihe. Hinten in der Mitte musste ich auch immer sitzen. Ich hasse das. Wir waren fünf Leute. Oder wir sind immer noch fünf Leute. Ja. Wir haben fünf Sitzer. Wirklich? Das war eigentlich, war es ein Viersitzer und in der Mitte konnte man sich auch anschneiden. Ich bin mir sehr sicher, dass das nicht legal war. Das ist ja mittlerweile verjährt. Ich musste auch relativ oft im Kofferraum mitfahren. Aber das ist verjährt. Das war auch im Dorf. Das ist verjährt alles. Verjährt. Wir haben das auch gemacht, aber nie im Dorf. Hallo Herr Anwalt. Das ist verjährt. Nein, man sollte das nicht tun. Es sei denn, also das Arschlochkind kommt halt hinten rein. Und ich habe das Gefühl, egal ob du das Älteste, das Jüngste oder irgendwo in der Mitte bist, man denkt immer, man selber ist gerade das Arschlochkind. Ja, aber man ist es ja auch. Ja, also ich fand es als jüngstes Kind fand ich schon echt hart. Nee, also ich weiß gar nicht, ob du es schon erklärt hast, warum wir überhaupt über Brüder sprechen. Das weiß doch gar keiner. Wir haben eine Antwort dafür gemacht. Hast du? Hast du die nicht gesehen, Alter? Ja, da alle gesehen. Die Leute gesehen. Nicht mit C geschrieben. Guck mal, das stand es immer noch. Das ist der Wahnsinn. Ja, toll, danke schön. Das Internet vergisst ja zum Glück. Schnell. Ganz schnell vergisst das Internet. Nico mit K wird. Atze schreibt Nico mit K. Das finde ich gut. Ich bin auch der Jüngste. Schreibt der Loser. Naja, das fühle ich. Der Jüngste ist immer der Liebling. Warum sagen das immer alle? Der Jüngste ist immer das... Deine Schwestern haben auch beide studiert. Die haben beide Doktortitel. Die haben beide ihre Fahrprüfung beim ersten Mal bestanden. Weißt du, das Niveau wird direkt da angesetzt. Sehe ich aus wie ein Streber. Ich glaube, weil die Eltern da akzeptiert haben, dass es einfach das letzte Kind ist. Und dann möchten sie nochmal ganz doll lieb haben. Für den Fall, dass man vorher 10% zu wenig gegeben hat. Dann macht man ja 120 und das machen wir 0. Aber die Erwartungshaltung ist auch viel zu hoch. Die ist auch auf 120. Ja, weil beim letzten Kind denken sie sich, das wird genauso gut wie die ersten. Das dachten meine Eltern bei mir auch. Die haben sie dachten, jetzt hauen wir den da nochmal durch und so weiter. Dann kommt er in die Uni, wird irgendwie Doktor oder kommt erst. Ich weiß nicht, wen es schlimmer getroffen hat. Ich glaube, ich bin kein Doktor geworden. Hat nicht so gut funktioniert. Der gute Doktor wisst ihr nicht. Ja, ich habe erklärt, was wir machen, aber wir können das gerne nochmal tun. Wir können das. Du hast erklärt, was wir machen, aber hast du auch erklärt, warum? Nee, überhaupt nicht. Will ich nicht? Nö. Deswegen, das meine ich. Ich bin nur dabei. Du bist nur dabei. Ich bin nur dabei. Aber du weißt trotzdem, warum wir hier sind. Das stimmt. Denn es gibt ein neues Magic Set seit wenigen Tagen, nämlich Krieg der Brüder. Und genau das ist nämlich unser, ich sag mal ganz bescheuert, Aufhänger heute. Das ist das wunderschöne Set, aber es gibt nicht nur das, sondern auch noch viel mehr, was ihr euch da Schönes anschauen könnt. Da haben wir auch was Kleines für abgefilmt. Das kommt bestimmt noch. Ja, wir gucken uns das jetzt einfach mal in High Definition an. High Definition und Zeitlupe, weil wir haben ja eine Mats dafür gemacht. Oh mein Gott, das sieht so unglaublich gut aus. Ja, Krieg der Brüder heißt das Ganze, oder Brothers War, je nachdem, wer das mag. Wir haben auch nachher noch ein bisschen mehr Lore-mäßig was vorbereiten lassen von Leuten, die sich auch auskennen. Aber Uza und Mishra haben sich gegenseitig Steine geklaut, so viel kann ich noch sagen. Das sind die beiden auf dem Cover. Und davon gibt es nicht nur die typischen Booster-Packs und Decks und Commander-Decks, sondern natürlich auch, und so haben wir nämlich unsere Decks für heute, für später gebaut, die Jumpstart-Packs. Und da holt man sich einfach ein so ein Ding, da sind zwei Booster mit 20 Karten drin, mischt die zusammen, macht noch ein... Nee, dann das war's, fertig. Das ist dein Deck. So, das ist eine fucking insane. Wenn man mit Magic anfangen möchte, kriegt der Brüder Jumpstart. Dürfte ich da mal kurz rüberschalten zum Jumpstart Master und ihn mal fragen, wie er das so ein bisschen auch konstruiert hat und so weiter? Weil der du bist der große Bruder, ich bin nur dabei, klar. Schalt mal rüber zum ganz großen Bruder Heiner. Na. Sag mal, wie hast du denn das jetzt gemacht? Also die Jumpstart Packs hat Malte gerade erklärt, aber was hast du denn da uns jetzt Schönes gebaut? Ich habe euch da gar nichts gebaut. Also das ist tatsächlich mega easy. Du machst das Ding auf, da sind zwei Pakete drin. Da ist dann entweder irgendwelche schwarzen, rund, also von den fünf Farben, ein Paket drin mit Ländern, Zaubern, Kreaturen. Eine gute Mana-Kurve, dass von allem irgendwie ein bisschen was bei ist, dass du am Anfang, in der Mitte und am Ende vom Spiel gute Sachen machen kannst. Und das steht zusammen. Und dann kannst du damit schon spielen. Ist alles dabei.
Ich möchte nur sagen, dass das ist das Deckbauen des kleinen Mannes. Du könntest das schaffen. Du hast dann ein Limited-Deck mit nur 40 Karten. Also du kannst ja noch aufstauen. Du kannst ja noch ein drittes Pack reinlegen, wenn du möchtest. Und darf ich eine ganz fiese Überleitung machen? Die ist voll geil. Nein. Ja. Ja. Dankeschön. Das Gute ist, ihr könnt ja auch solche coolen Decks und Co. bauen. Ne? Ja, ihr findet da ja nicht nur den Link dazu, je nachdem wann ihr schaut, in der Videobeschreibung oder im Chat, sondern wir haben auch einen kleinen QR-Code für euch vorbei, denn ich halte mich fest, es ist Black, also nicht ganz Black Friday, aber wir haben quasi Black Friday, das verschwimmt ja alles mittlerweile so in die Woche. Zeit verschwimmt. Und wenn ihr den QR-Code scannt, dann gelangt ihr auf die Amazon-Webpage von Magic the Gathering und bekommt da dieses, aber viele weitere, dieses gar nicht, das war jetzt gelogen, aber zum Beispiel die Game Night Sets zu einem unschlagbar günstigen, warte, ich habe auch einen Star, warte, ich hole mal kurz eins, warte, ich ja, hab klar, eins. Das ist wie beim Teleshopping, so, irgendwie jemand hat auf einmal ein Problem, aber es kann direkt gelöst werden. Wir brauchen so einen Game Night Ding, Nico hat einen Game Night Ding, er hat's wirklich, guck mal, wie schön das ist. Ich dachte, du hast das mich ist, verarscht, nein, Alter. Das ist das Free for All Game Night Pack. Das bekommt ihr da über den Link, einfach den QR-Code scannen oder ihr, es gibt auch einen Chatbefehl dafür, ich kenne ihn gerade nicht. Aber den könnt ihr auch reinhauen, ich glaube Deals, Ausrufezeichen Deals, ist es Ausrufezeichen Deals? Bestimmt. Naja. Mit Game Night Free for All erlebst du den Nervenkitzel einer gnadenlosen magischen Schlacht in einer einzigen Bock. Das könnte ich mit Family quasi spielen. Ja genau, dafür ist es gedacht, das ist halt wirklich ein Pack. Was man zum Beispiel mit der Familie spielen kann, die Magic noch gar nicht kennt. Dazu übrigens auch ein Tipp, wenn ihr mit Magic anfängt, es gibt auch Einsteiger-Packs, wo man das erste Mal wirklich Runden vordefiniert spielt, um das Game wirklich zu lernen, weil es ist wirklich easy to learn, aber wenn man es meistern will, dann muss man sich auch schon Mühe geben. Ist nicht hard to master, aber man muss sich schon Mühe geben. Ich meine, ich habe ja, wie ihr wisst, alle Runden gegen Malte bisher gewonnen. Hä, wie soll denn der Wanderpokal nicht einmal bei dir gewesen sein? Weil ich ihn dir geschenkt habe. Natürlich. Kleiner das, Bruder, großer Bruder, Chichu. Wir haben das doch als Videobeweis. Hier, so, da, kannst du die alten Videos angucken. Ja, gut, ja, lief. Also, ich erinnere mich, dass ich habe alle Magic-Matches verloren, aber alle Matches, die Magic-related waren, gewonnen. Also, alles, was so unwichtig war. Der Hammer, wirklich. Also, du bist auch. Also, wenn ich immer denke, ich bin schlechter Spieler. Dann ne, gucke ich mir auf meinem Nachttisch meinen Pokal an und du hast ihn noch nie mitgenommen, das stimmt gar nicht. Psst, manchmal schlafe ich auch hier. 19, du hast ihn noch nie mitgenommen. 19, du kannst mich am Arsch lecken. Talentiert. Was wolltest du? Du wolltest gerade was Wunderschönes. Ja, ich wollte eigentlich sagen, so ja, Magic hin und her. Ich bin halt für so einen noch leichteren Einstieg erstmal was man anfassen kann, wo man sich denkt, ja, ich mache mich mit der Materie vertraut. Ich fahre ja nicht direkt Autobahn in meiner ersten Fahrstunde, sondern erstmal Stadt. In Berlin durch die Stadt, erst was viel schlimmer ist. Das stimmt. Naja, wo wir aber gerade beim Autofahren sind. Ich habe da drüben eine Carrera-Bahn gesehen und ich möchte wissen, wann ich endlich Carrera-Auto fahren darf. Das wird heute im Verlauf des Tages passieren. Ist es so? Ist es so. Machen wir das jetzt? Weil das Brüder machen das. Nee, Brüder machen das zum Schluss. Was machen Brüder denn? Brüder zum Schluss. Brüder müssen sich erstmal gleich ein bisschen schön zeichnen, aber da kommen ist wir gleich dazu. So. Wir zeichnen gleich erstmal. Erstmal mal an das. Okay, der Wahnsinn. Allerdings, was hältst du davon, wenn wir die Leute noch einmal kurz abholen mit der... Jetzt haben wir viel über Brothers War gesprochen und ich würde einmal vielleicht nochmal die Leute abholen mit der Geschichte, weil wir haben jetzt so ein bisschen angerissen. Möchtest du das machen, ja? Ich würde einmal die Lore thematisieren. Damit ihr wisst, worum es in diesem Set geht, haben wir die guten, sehr talentierten Jungs von Herumkommandiert gefragt, ob sie uns einen hervorragenden Beitrag dazu bauen können. Das haben sie... Also Sie haben auch was gebaut. Sie haben was gemacht. Sie haben was gemacht und ich würde sagen, sie haben die Zielgruppe verstanden. Also, hier kommt die Geschichte von dem Krieg der Brüder von Herumkommandiert. Macht euch bereit für das epischste aller Duelle in der Geschichte von Magic. Nicht das. Eine Story, für die wir weit in die Vergangenheit reisen müssen. Genauer gesagt, in genau das Jahr, in das man reisen muss, um die Geschichte zu erzählen. Sonst wäre die Geschichte nicht spannend. Duh. Roads? Where we're going, we don't need roads. Zwei Brüder. Ein Ziel. Jeder will dem anderen sein buntes Steinchen wegnehmen.
lernt Urza den meisterhaften Tüftler kennen. Keine Erfindung ist ihm zu komplex. Egal ob Ornithopter, Mac oder ne nice Brille. Der Typ baut dir alles. Mishra, Urzas kleiner Bro. Der hat's eher so mit Drachen. Und Phyrexianer. Also, aber das ist eine andere Geschichte. Seid gefasst auf einen Kampf, der die Welt von Magic the Gathering für immer verändern wird. Also buchstäblich, weil Urza am Ende mit Hilfe eines magischen Vox das gesamte Land verwüstet und alles für mehrere tausend Jahre in Eiszeit schickt. Ja, macht euch bereit für den Brothers War. Ich habe ein bisschen erwischt. Ihr habt zu spät damit angefangen. Hallo, da? Hi, na? Scheiße. Das ist aber, so habt ihr früher gemalt, oder? Ja. Wisst ihr nicht, wie Buntstifte funktionieren? Nie so ganz. Oh, ich hab mich sehr gemacht. Ich hab mir die Nägel gemacht. Hast du wirklich? Nein. Ja, du kriegst doch, einen haben wir noch. Hier. Ach so. Ja, du brauchst ja was für einen Daumen. Ja, malen könnte man natürlich wie jeder normale Mensch. Das ist aber etwas, wovon wir nicht so viel halten. Wir... Also die ulzsche Familientradition finde ich bisher ziemlich wild, muss ich sagen. Ich mag die ganz gerne. Ich meine, also könnten wir mal auf Malde mal direkt draufschalten, weil das sieht man wirklich, das ist wirklich, guckt euch das an. Ich mal euch gleich was. Das ist für Edward mit den Scherenhänden, aber in Buntstifte. Aber korrekt. In der Kindergartenversion. Wir haben das auch, also ihr denkt jetzt, die sind ja wieder blöd, ne? Aber wir haben das natürlich auch getestet, beziehungsweise testen lassen, weil selbst habe ich doch noch nicht gemacht. Das sah auch wirklich eindrucksvoll aus. Dominik durfte das schon mal ausprobieren. Das sieht halt wirklich... Und dann worum ist die Aufgabe geht's? Nämlich folgendes. Wir Aha. werden die beiden Brüder jetzt zeichnen. Und das wird nicht gut enden, ich sage das jetzt schon mal. Und der Chat darf natürlich entscheiden, wer das besser hingekriegt hat. Wir sollen jetzt Urza und Mishra zeichnen. Korrekto! Aber Magic the Gathering haben somit die talentiertesten Künstler in dem ganzen Business, wenn ich das einfach mal so frei und sagen heute darf. Und heute haben die Urlaub. Und heute machen wir das einfach alles mal kaputt. Naja, gut. Soll ich uns mal die beiden Decks holen? Die liegen hinter dir? Ja, ich genau. weiß. Ich weiß. Nee, da. Die stehen hinter dir. Genau. Einmal aus dem Schränklein raus. Wunderschön. Ich bring dir das. So. Oh, schön, da hat man auch meinen Arsch gefilmt. Naja, das sind ja auch Sachen. Ne? Das, aber live ist das einfach. Ich kann auch anfangen zu twerken, wenn ihr mir Geld gebt, was? Das hast du gesagt. Aber gab's hier, hast du irgendwie dir auch Gedanken gemacht, wo ich welche Farbe hab? Nein? Das ist ja affig. Also machst du das auf deine linke Hand? Mein Pflaster. Warum Nein. machst du das denn links dran? Bist du Linkshänder? Nein. Aber ich muss mich ja zuklemmen und dachte, ist das mit rechts klüger? Scheiße, jetzt. Soll dir jemand helfen? Ich weiß, ich habe so ein Seufzer. Blutest von du jetzt? Nein, bleib da. Bleib da, wo du bist. Aber komm nicht näher. Das funktioniert 1A. Das ist wirklich einfach, also wenn ihr mitmachen wollt, dann vergesst den weißen Bastelkleber bitte nicht. Der ist ganz wichtig in der heutigen Folge, meine Kinder. Warum bin ich hier gelandet? Alter? Was machen wir hier? Einmal ist der Papa nicht da, ne? Und dann passiert hier direkt hier so eine Sauerei. Aber ist das nicht so, wenn die Eltern nicht da sind, dass man einfach Schwachsinn macht? Komm, sei ehrlich. Weiß ich nicht. Wen willst du malen? Mishra oder Urza? Ich mag Urza. Ja, dann würde ich dir den einmal... Und ich nehme den hier. Sehr lieb von dir. Das ist wie irgendwie Nudeln mit Stäbchen essen. So. Ihr könnt aber schon mal Wetten abschließen. Das wird ein edles... So, also es geht jetzt wirklich darum, wie so ein Blödmann Bitte. Ihn jetzt mal. Nee, ich frag nur. Ja, korrekt. Ich verstehe nicht, was wir hier machen. Genau das tun wir. Okay. Magst du meine Käppchen abmachen? Selbstverständlich. Nee. Dann komm her jetzt, das geht. Das funktioniert ja hervorragend. Nee, ich glaube damit... Komm jetzt her! Das dauert mir zu lange, Mann. Wirklich, die Leute haben nichts Besseres zu tun, das ist alles gut. Nee, die Leute, die sind doch jetzt schon gelangweilt. Ach, Quatsch. Mal ein bisschen Action hier, ich will Karrierebahn fahren. Warte mal, okay. Ist das, worauf das hinausläuft? Ey, okay, also erstmal, ich möchte Carrera fahren. Ist das so schlimm?
Also das ist, wenn man sich einmal so im Gesicht kratzt, dann sieht man aus wie ich nach der Grundschule, oder? Ich verliere mein Mikro schon wieder, weil ich so einen Bumskopf habe. Warte, ich komme und helfe dir. Nein! Nein! Doch, vertrau mir! Fass mich nicht an! Hier, jemand hat 10 Euro für den Truck gespendet. Wer war das? Welches da Schwein? So, cool. Isaac. Isaac, danke schön. Was ist denn da los mit deinem Öhrchen schon wieder? Aua! Ach, du hast das überhaupt nicht mit, liebe Mann. Sieht gut aus. Sieht ausgezeichnet gut aus. Okay. Ich habe vergessen, wo welche Farbe ist, aber ich sehe es ja oben, ne? Ja. Ja, ja. So. Okay, das heißt, wir malen jetzt eine Magic-Karte. Genau. Wir Muss ich den Typen malen oder die Karte? Also, dass du überhaupt den Anspruch hast, mehr als das zu schaffen. Ich würde ehrlicherweise den Typen von der Karte nachmalen. Also wirklich das Cover-Art, aber nicht die ganze Karte. Wobei, weißt du was? Ich mache jetzt die ganze Karte, jetzt hast du mich. Nee, ich mache das Cover-Art noch. Was machen wir? Machen wir einen Rahmen. Oh, ich krieg sogar eine Unterlage. Ja. Bitte? Okay, wir machen die Karte. Ja. Aber ich mache nicht den Text von der Karte, ich mache einfach nur so. So, los geht's. Machst du groß? Weil ich glaube, groß ist hier einfach die Mechanik, die man da auch gehen muss. Oh, das sieht aus, als hätte ich auch gestern meinen Schlaganfall erst gehabt. Warte mal. Oh, du machst das aber auch. Du hast hier irgendwie Game Boy Advance SP Größe gemalt, ne? Ich habe das auf links gemacht. Ich gebe ehrlich zu, das war nicht okay, so eine Glyphe. Okay. Ich kann es grundsätzlich grün, ne? Da muss ich ja. Scheiße, dann habe ich hier gemacht. Einen Arm. So. Das wird richtig scheiße aussehen. So. Oh, ich hoffe, die Leute von Magic sehen das nicht. Oh. Ach, nee, der Herr Magic sieht das nicht. Solange Herr Magic das nicht sieht, ist das okay. Okay, also das sollte in der Hand sein, aber es. Ich habe, glaube ich, der steht 4-5, warte, 4. Nee, solche Details kannst du machen. 5, weiß nicht. Ich finde schon. So, wie 3 da oben. Digga. Da muss ich jetzt einmal kurz nochmal. Oh mein Gott, Alter, können wir mal ganz kurz zwischenstand. Was? Wo ist denn dein Set? Du hast das nicht festgemacht, du Idiot. Meine Kunst. Okay, also weil mein Zwischenstand. Ich habe echt gedacht, ich stink ab, aber gegen deins habe ich gerade ganz gute Karten. Ich finde großartig, wir haben ja extra eine Top-Down-Kamera exquisit dafür installiert. Oh, warte, was? Ja, die hat die ganze Zeit. Hallo! Die hat die ganze Zeit mitgezogen. Ach, das weiß ich doch nicht, wie ihr das hier krass gemacht habt. Wie ist denn dein Gesichtsausdruck? Bist du böse? Nee, also glücklich ist er nicht. Stab. Bart? Lukas, was hältst du denn bisher von dieser großartigen Artwork? Also hast du schon einen Favoriten? Also da du noch nicht viel Artwork hast, sondern erstmal den Rahmen, würde ich da mich noch nicht erdreisten wollen, irgendein Urteil zu fällen. Hast du gehört? Er ist nicht gegen mich. Ja, mal erstmal wirklich das Artwork, bevor wir ich bin doch gerade dabei, du siehst doch dieses wunderschöne Ding. Du hast einen Strichenkreis und irgendwie was. Sei doch mal ein bisschen begeistert. Ich hätte erst den Hintergrund malen sollen, ich bin so dumm, Alter. Hintergrund? Na, da ist jetzt aber 4 erwartet von mir. Das sind simple Formen. Ist das so, Alter? Fühlt sich so knossi, wenn er versucht, an der Palme seine Zigarette anzuzünden. Weil da hat der Flügelchen? Keine Ahnung, guck hier auf der Karte. Siehst du das? Ich weiß es nicht. Nee, leider nicht. Ich habe ein kleines Bild. Das Pink? Was soll ich denn mit Pink? Hast du Gelb? Kann ich deinen Finger gleich mal haben? Hast du eine Giraffe gemalt? Alter, ich glaube, so ist Picasso auf seine komischen One-Liner gekommen. Dass ich das dann noch links mache, ist so dämlich. Kann ich jetzt mal kurz dann... Ja, klar, was brauchst du? Aber Gelb ist ein bisschen flapsig. Ja, ist egal. Komm mal her. Ja, oh nee, nicht so viel. Nicht so, ich brauche nicht so... Nicht gerade da noch. Und du hast mein Hemd angemalt. Upsi. Ich mache bei dir einen Strich. Kennst du das, wenn man beim Sitznachbarn einen Pimmel reinmalt und dann kriegt man von ihm so einen Mega-Pimmel auf alle Seiten? Ja, man muss auch mal aufpassen, dass man den irgendwie, wenn man Man irgendwie muss einfach, die Reaktion darf halt nicht zu krass sein. Hm. Haben wir eine Zeitlimit? Oder ja, ja, wenn Lukas sagt, jetzt bald. Lukas ist Chef. Ja, ich finde das noch sehr unterhaltsam, was ihr da macht. Also bei Walde sieht es tatsächlich... Nee. Nach einer Karte fast aus. Nee. Bei Nico sieht's aus. Ja, es war pink, Alter! Ich hab's links ich gemacht! Pink. Ich hab's auf links Kennst gemacht! Kennst du diese Scheißstifte, wo man alle Farben drin hat und hinten so draufdrücken muss? Nikos hat ein bisschen was von so einem, weiß ich nicht, Zirkusakrobaten, der mit dem Fuß am Seil hängen geblieben ist. Den sieht man nicht. Da ist er! Wir haben das gleiche Muttermal. Warte.
Du hast dir auf die Lippe gemacht. Nicht mal 15 Minuten im Streamer wie. Ich schäme mich. Wofür? Ich schäme mich. Wofür? Hast du mal mit dem Daumen was gemalt? Das ist unmöglich, Alter. Ja, guck mal dir mal den Daumen an, der ist flipsig. Das geht überhaupt nicht. Ich hab das auch auf Link, das ist dumm. Wo? So, warte. Ich würde so langsam mal 30 Sekunden Timer anbieten. 30 Sekunden? Ich hab doch noch gar kein Gesicht. Oh nee, das war ja, aber das ist. Ach, das ist der Kopf da oben. Du Arsch, das sieht man doch. Ja, ja. Was ist denn das Ding da unten rechts an der Seite? Was sollte der Arm sein? Ah. Oh mein Gott. Oh, und im Hintergrund ist noch ein bisschen blau. Ich habe kein Blau. Ein bisschen grün. Grün kann ich dir geben. Grün habe ich. Grün brauche ich nicht. Nee, wo wachsen grün? Nee, ich habe schon überall grün. Ich weiß gar nicht, was ich gebraucht hätte, ehrlich gesagt. Ich mach ein bisschen einfach so. Weil grün, dann zieht das Gelb wieder ab. Gut, warte. Grün, dann drauf. Nee, ich habe kein Gelb. Wovon redest du? So. Also. Wie viel noch? 10. Nein. 9. Ja. 8. Ich mache hier ein bisschen. 7, oh, warte, mein Kunstwerk muss noch unterschrieben 6, werden. 5. Ich mach auch. 4. 3. 2. 1. Und Stifte zur Seite. Hä? Was ist das? Ja, dann geht meine Stifte weg. Zur Seite. Gut, meine Hand ist weg. Ich bin dafür, der Chat darf jetzt entscheiden, welches besser ist. Dürfte ich mein Kunstwerk kurz pitchen in die zweite Kamera? Weil ich finde, das hat mehr Wert. Nee, weißt du, ich behalte das an. Ich finde, ein Künstler sollte auch sein Mana-Stäbchen nicht einfach abgeben, nur weil er jetzt sagt, was er da Schönes okay. gemacht hat. Wenn du das sagst. Kenner von Magic wissen selbstverständlich, wie Ursa aussieht. So sieht er aus. Ein absolutes Meisterwerk. Entschuldigung, warte, lass mich einmal ganz kurz. Das ist für den Ton nicht gut. Ja, warte. Warte. Ah, oh, das sieht man nicht. Oh, doch, der. Nee, das kann ich nicht. Junge, warte. Das? Da? Da sieht man den so ein bisschen drauf mit seinem Stäbchen. Ja, jetzt kannst du. Und da ist er. Da steht er in der Mitte, hält. Könntest du mal ein bisschen ruhig sein? Hält seinen Zauberstab in die Lüfte und der ist gerade richtig, richtig am Rumcasten. Und das, man sieht halt. Das ist das Gesicht. Da oben. Warte, da. Immer das da. Dankeschön. Ja, genau, das ist die Aufnahme. So, da oben ist das Gesicht mit den blonden, goldenen Haar. Seine Arme sind heute ein ich bisschen. Der kannst du nochmal zeigen, was ist das sein Arm oder was die, kommt da aus seinem Bauch raus? Der Arm hält doch da gerade den Stab. Hä, wo ist was davon? Der ist Arm, der da. Der. Nee, ich verstehe. Was? Da. Das ist der Arm. Das ist der eine Arm, hier ist der andere Arm. Hä? Das ist den Arme. Da unten sind die Beine, sind heute ein bisschen spitz zulaufen. Ich muss mal das Original sehen. Nee, check ich nicht. Wie ist denn das passiert, Alter? Wie ist das dabei rausgekommen? Und der Gesichtsausdruck ist so, großer Zauberer! Ist das ein Zauberer, Lukas? Ja. Ja, der Chat, ich möchte bitte eine 1 bis 10 Rating-System. Ja, 10 ist das höchste. 10 ist Game of the Year. Also ich würde sagen, an den Kühlschrank kommt's. Ist nur die Frage, ob die Einkaufsliste direkt komplett drüber gelegt wird oder nur so am Rand. Ja, also der Kalender für 2023 genau. Von Annie the Duck wird da drauf gezählt. Alter, da gucke ich aber nicht nochmal das Ding an. Naja. Der ist halt so. So, also ich sehe hier 0,5. 1,1. Was ist denn mit euch? Ich habe mit 2, links 3, gezeichnet. 1,5. Was ist denn mit euch minus los? 10. Minus 3. Ich finde, er hat auch sehr gute Farben benutzt, die ihm zur Verfügung standen. Minus 9,9? Ich finde das nicht okay, Leute. Triggert meinen Magen-Darm, finde ich auch. Also ist, ja, aber immerhin. Also ich würde sagen, es ist eine durchwachsene Geschichte, aber ich mache mal ein Splitscreen. Das muss Heike frame, das kriegt ihr. Das kriegt ihr hin. Bei dir ist ja, so. Das sieht gut aus. Guck dir das mal an. Ich habe genau dieselbe Karte zweimal hier. Oh. Ich mach mal ganz kurz, ich misch die mal eben und ihr wisst gleich nicht, welches das Original ist. Oh mein Gott, wo ist sie? Ne, das hier ist das Original. Also da muss ich ja auch mal als quasi der talentiertere Bruder von uns beiden sagen, das hast du gut gemacht. Du hast halt mit links gemalt. Ja, ja. Aber warum hast du das denn gemacht? Weil ich vielleicht nicht ganz nachgedacht habe, als ich mich getaped habe. Alles klar, alles klar. Ich muss halt sagen, irgendwie, ich habe ein bisschen verloren unten bei der 5. Weil du hast ja 4,5, ich habe 5,4. Ich verstehe nicht, wie das bei mir schlechter geworden ist als bei dir. Weil das ist richtig, als wäre ich irgendwie, als wäre da nochmal kurz die Erdbeben-Stufe 7 durchgeballert.
Das ist gut, ne? Ja. Wenn ihr eine Unterschrift von mir haben wollt, ich würde es auch verlosen. Ja. Was soll das denn? Der Wahnsinn. Ja, ich brauche auch nochmal einen Scale. 1 bis 10 quasi. 10 ist gut. 5 von 10. 3 von 10. Nico mit 10 von 10. Ja! Malte 6 von 10. 9 von 7. Die sind aber kritisch heute. Also wirklich, ihr seid ja, das ist ja, versucht mal ihr selber hier so zu malen, ne? Es gibt einen Grund, warum man Make-up auch nicht so aufträgt. Glaube ich. Die Runde, ich muss es ehrlich sagen, es ist vielleicht der Moment gekommen. Die geht ja dann anscheinend laut dem Chat an dich. Ach, das ist schon die erste richtige Runde? Habe ich schon einen Punkt bekommen? Bin ich jetzt einen Punkt mehr am Pokal? Ja, aber ich möchte anmerken, dass die Person, die bisher all die Runden gewonnen hat, immer verloren hat. Der Hammer, das der Chat nichts. Hat, das war, glaube ich, relativ eindeutig, dass der für dich war. Und es ist ja auch mein Chat. Also, wovon reden wir hier? Von deinem Chat. Ja, eben. Ja. Ach stimmt, ja, die hätten auch gegen mich sein können. Das weiß ich mal, das ist tagesformabhängig. Wie bei meiner Familie. Mal sind sie für mich und mal auch nicht gegen mich. Auf jeden Fall nie dafür. Das ist nicht das, was ich gesagt habe. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Das stimmt selbstverständlich überhaupt nicht. Also überraschenderweise juckt meine Frisur mich mittlerweile ein wenig. Ist das bei dir auch so? Ist das so ein Gen-Ding? Nö. Bei mir juckt die Kopfhaut. Als gäbe es keinen Morgen. Nö, die ist schön. Schön ist, Papa, ist ein subjektives Wort. Ich finde die wunderschön. Das ist Fatz und Matze sind wir. Wir haben noch drüber geredet. Ja, aber ich finde das einfach, ich muss sagen, ich glaube, die Frisur kommt wieder en vogue. Ne. Untenrum vielleicht, aber auf dem Kopf ist es ganz schwierig, muss ich sagen. Du siehst wirklich aus wie ganz, ganz lange nicht mehr auf der Welt. Ich finde mich schön. Ich finde, also ich finde, es ist... Wenn es einer gut findet, ist doch schon mal mehr als keiner. Ich muss auch übrigens eine Sache mich noch mal ganz kurz entschuldigen an dieser Stelle bei Lukas, weil ich habe dir auch einfach sein Outfit vergessen. Ich hätte ein Outfit kriegen können. Du hättest... Nein, du bist der Papa, alles gut. Oh. Du kannst den Weihnachtsmann anziehen, der liegt bei Jonas auf dem Tisch. Wenn du den Weihnachtsmann anziehst, fände ich richtig witzig. Ist dir aufgefallen, dass Sonntag erst ein Advent ist? Ja, liebe Leute, ja. Ja, es rennt wieder. Es fährt quasi, so schnell ist es. Oh, ich höre es rauscheln. Sind wir denn schon bei, ist es Spiel 2 jetzt sofort? Haben Spiel wir heute zwei Zeit? Spiel 2 kommt gleich schon, alles ist okay. Aber was ist du Spiel 2? Das wirst du gleich erfahren. Mann, Alter, erstmal muss ich sagen. Das ist wie Weihnachten oder Geburtstag von den anderen. Warst du da auch ungeduldig? Hast du zu dem Geburtstag von deinen Brüdern auch was bekommen? Ja. Warum machen Eltern das? Weil die sonst sauer sind. Ja, aber das ist doch dumm, Alter. Du musst jedem Kind etwas geben. Nein. Doch. Du musst halt die Schnauze aufzuhalten. Kennst du diese blöden Kinder, die, nachdem man gespielt hat, immer alles aufräumen müssen, obwohl man einfach weitermachen möchte? Hä? Jo. Kennst du die nicht? Ich weiß nicht, irgendwie, ich habe das Gefühl, da ist jetzt gerade jemand. Hallo. Kriegen wir ein Paket? Wir sind nicht da. Ja, aber jemand holt ein Paket ab. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall, nee, ich habe so einen Aufräumzwang. Na, wie dem auch sei. Wie gesagt, du hast jetzt einen Vorteil fürs Finale erkauft. Ein Vorteil? Erkauft. Ja, okay. Verdient. Du hast ja eins verdient. Ich hab den gekauft. Für das große Finalmatch. Ich habe für den Chat getwerkt, sind wir mal ehrlich. Sonst wären die niemals für mich gewesen. Die haben meinen Booty gesehen und haben gedacht, das ist es. Aber wir haben ja natürlich noch weitere kleine Sachen parat. Und ich weiß, du bist so gehypt auf dieses große... Ich freue mich heute auf zwei Sachen. Magic, ganz großes Thema, aber auf Platz 2 ist Carrera. Aber das ist ja kein normales Carrera. Nee, aber okay, dann ich will dich in deiner Moderation ja überhaupt nicht unterbrechen. Nee, aber was passiert denn jetzt? Wir können das machen. Wir machen das, weil du das gerne möchtest. Ist das so? Weil ich mich auch um dich kümmere. Aber ich würde vorher gerne ein bisschen, also der Chat ist ja gerade auch ganz fleißig dabei zu schreiben. Ich finde es ein bisschen, ihr seid ein bisschen langsam. Wenn ihr noch mal ein bisschen Gas gebt, würde ich gerne mal so 50 Euro für unseren Pau-Media-Pau-Store rausballern, wo man unter anderem unseren Pau-Pau-Store... Wo hast du die denn her? Die hast du mir gegeben. Korrekt. Der hat der große Bruder aber mal das Portemonnaie geöffnet. Aber springen lassen für dich. Oh Gott. Ja, Party! Also Chat, rastet mal aus und wenn dir das gefällt, dann gibt es einen kleinen Code. Ein Code für unseren Merch. Da kann man Feierabend-Merch holen, Malternativ-Merch. Jeden Merch. Jeden Merch von dir. Jeden Merch. Also jeden Merch, den wir haben. Jeden. Nicht also jeden. Das war es auch eigentlich schon. Ja, genau, das war es. Ja. Das ist immer der Wahnsinn. Funktioniert jedes Mal. Ich glaube, das ist nicht gesund eigentlich. Ah, nee, das ist vollkommen gesund. Ja, rastet aus im Chat. Spammt. Denn jetzt dürft ihr.
Einfach nur ausrasten. Sinnfrei ausrasten. Meine Güte. Können wir währenddessen mal auf die... Du wurdest Bruno Mars genannt. Und das sehe ich und fühle ich auch richtig. Hol mal eine Ukulele, fang mal an. Mehr kann ich nicht. Der Wahnsinn. Ist uns das genug? Hat der noch mehr Songs gehabt? Weil ich kenne nicht einen Song von Bruno Mars. Das, wo der die Granate fangen soll und dann soll er die Frau heiraten. Catch a grenade, Feuer. Warum hat er eine Granate gefangen? Weil er heiratet. Ja, aber jetzt ich weiß, überleg noch mal. Das ist keine gute Idee. Man sagt das ja nur so. Ja, das stimmt. Könnten wir bei der Ich habe nämlich aus meinem Augenwinkel was gesehen und ich möchte das der Welt nicht vorenthalten. Können wir mal ganz kurz auf Lukas springen? Weil ich weiß nicht... Jeder hat hier sein Outfit erhalten, auch der große Bruder. Ja. Ich fühle mich so ein bisschen wie der creepige Onkel, der Du bist so der creepige Onkel. Hier, ja, das stimmt. Ich würde sagen, das ist jetzt auch deine Rolle. Der dann beim Nachbarn mal kurz den Weihnachtsmann spielen darf. Oh, das ist dein Weihnachtsmann, der Bisoffi. Nee, der ist das nicht. Der das sieht viel neuer. Zu gut aus. Der kann doch noch gerade ausreden. Das ist neu ausgepackt gerade, das kam an frisch. Ihr habt das extra ausgepackt? Ja. Das ist eigentlich für Adventskalender auspacken gewesen. Nee, das war extra hierfür, damit er auch ein Outfit hat. Du bist so nett. Danke. Deswegen bist du nämlich der kleine Bruder. Großer? Kleiner? Kleiner Bruder? Großer Bruder? Ich bin der Junge. Ich dachte, der gewinnt, ist der Große am Ende was, oder so. Was gewinnt ist mit eurer Familie nicht richtig? Der gewinnt, ist der Große. Natürlich. Der kleine Bruder. Das war bei den beiden auch so. Ah, okay. Ja. Okay, was machen wir jetzt? Ist der Chat ausgerastet? Sonst machen wir gar nichts. Nö, also ich habe im Chat, die haben irgendwie vergessen, worum es geht. 50 Euro ist mir das nicht wert. Bin ich ganz ehrlich. Ah, dann warten wir das. Ich würde noch mal ein bisschen twerken, wenn ihr mal... Nein. Nee, wir werden tatsächlich jetzt den großen Grand Prix der Magic... Okay, also wir gehen nochmal ein Schrittchen zurück, weil wir müssen da kurz mal was neu verkabeln. Wir haben jetzt einen Code. Wir packen den jetzt in den Chat und da fehlen aber zwei Ziffern. Die müsst ihr herausfinden. Das heißt, ihr könnt auf den Pow-Pow Store gehen, euch schon mal was in den Warenkorb packen und dann mal ein bisschen versuchen, ob ihr denn auf die richtigen Ziffern kommt. Und dann kriegt ihr von uns wie viel? 50? 2? 50 Euro? 50, du hast 50 gesagt. Aber auch 50, das ist ja richtig dumm. Ja, was hast du doch gesagt? Ja, aber das ist keine gute Kombination, aber es sind 50 Euro für eure Bestellung. Wir können den Code im Nachhinein auch noch hochsetzen. Theoretisch können wir jetzt sagen, das ist der Code und das wären einfach... Dafür rastet der Chat nicht genug aus. Okay, dann bleiben wir bei 50. Entschuldige bitte. Wir sind übrigens auch... Ja? Ja? Also wir hatten nur den Top-Chat an, nicht den Live-Chat. Das ist ja doof. Naja, ist doof für die nicht unter Top-Chat gezählt werden. Ja, dann sollten die mal lieber ein bisschen toppy chatten, oder? Jetzt hast du nämlich alle. Genau, jetzt habt ihr davon Yasi den Code bekommen. Wie gesagt, ein Zifferchen oder zwei fehlen und die müsst ihr dann einfach mal erraten. Und jetzt möchte ich die Formel M starten. Oh, die Formel M. Was die Formel M wohl bedeutet? Wir haben da was Kleines vorbereitet. Wir müssen, das muss jetzt richtig, jetzt muss Professionalität aufzählen. Ich das weiß, wird da großartig. Preview, das wir schauen uns nämlich eine kleine Matz an. Ja, und währenddessen kann Lukas nämlich schon mal erzählen, was die Leute grob erwartet in diesem spannenden Rennen. Das wird der Hammer. Fest für das unglaubliche, atemberaubende, herzerweichende Rennen des Jahres. Die Formel E. Ich dachte, Lukas redet darüber. Ich weiß auch nicht, ob ich mitkommen soll oder ob ich hier bleibe. Du bist doch einfach nur der große Bruder. Das ist natürlich dann praktisch, dass ich erzählen soll, was ihr da macht, wenn ich nicht sehe, was ihr macht. Wir fahren mit den schnellsten Autos dieses Tisches. Yeah. Um den Kreis. Carrera-Bahn. Nein, das ist eine Magic-Bahn. Magic-Bahn. Dominaria. Da ist sie. So. So, ich hoffe, alles hat funktioniert. Ich weiß super nicht, aber wir kriegen... Naja. Hat das funktioniert, Regie? Das hat funktioniert, sagt die Regie. Ich werde bekloppt. So, wir haben keine Kosten und Mühen hier gescheut. Das ist der großartige Grand Prix. Mir juckt mein Kopf so doll. Alter, ich muss hier raus. Ich habe Bart im Mund, beschwer dich mal nicht. Ach komm, das sind unsere großartigen Fahrzeuge. Aber ich finde... Du hast die letzte Runde gewonnen. Du darfst einen aussuchen. Ich weiß, normalerweise darfst du es der Verlierer, aber jetzt darfst du der Gewinner. Such dir einen aus. Dann möchte ich den roten haben. Okay. Aber ich finde halt, wir müssen den noch ein bisschen aufpimpen. Ein bisschen. Ach.
Wir müssen ihn noch ein bisschen aufpimpen. Ja, warte, warte. Ich das da ist meine Karre. Ja, warte, warte. Ich fahre mit einem Wald durch die Gegend. Das ist diese grüne Technologie, von der alle reden. Ich habe da noch was vorbereitet. Oh mein Gott. Du kannst ja deine Karre noch ein bisschen tunen. Kann ich so nach außen schlagen, dass du mich nicht überholen kannst? Ich würde sagen, jeder hat jetzt so in etwa eine Minute Zeit, eine coole Karre zu bauen. Oder sagen wir mal zwei. Wenn Lukas möchte, kann er übrigens gerne rüberkommen. Da muss er aber die Keule mitnehmen, die auf dem Tisch liegt. Sonst kann man ihn nicht hören. Also bauen wir jetzt. Wir bauen jetzt, ja. Kennst du das, dass deine... Bei meinen Brüdern war das immer so, dass die halt immer die coolen Steine geklaut haben. Und genau darum geht es mir nämlich jetzt hier in diesem Prinzip. Mich juckt hier überhaupt nichts. Was? Aber. Ich will einfach nur... Ich baue ein cooles Auto. Das ist nämlich das, was ich schon immer machen wollte. Eine richtig coole Karre. Scheiße, das geht hier alles kaputt bei mir. Bei mir nicht. Kacke. Ich bin nämlich klug. Das ist mir neu. Oh, geht Reifen! Guck mal, ich habe hier so ein bisschen Feuer hinten. Das ist krass. Heiner? Ist schon an. Ich höre mich. Ja, euch auch. Die Regie muss bestimmt noch das andere Ende anmachen, was vor ihm liegt. Nee. Alles an, die Leute hören dich. Das ist toll. Die hören dich? Ja. Oh, cool. Wieso haben wir einen Weihnachtsmann hier? Ich check wirklich grad gar nichts mehr. Setz dich hin. Das sind die coolen Teile? Das sind nicht die coolen. Held der Steine hat gesagt, das sind die coolen Teile. Das sind alle Teile. Ich weiß halt nicht, ob das klug ist, was ich mache, weil ich muss ja auch am Ende damit noch fahren können. Nee, glaube ich absolut. Oh ja, ein fünftes Rad! Das, super Idee. Das warst du bei dir zu Hause auch, ne? Premium, Alter. Hat derjenige verloren, der seine Karte verliert, oder worum geht's? Nee, es geht tatsächlich darum, einfach als erster ums Ziel zu kommen. Da sind wir relativ dann schnell. Sollte ich nicht so viel Gewicht drauf machen. Doch, für die bessere Kurvenlage. Hä, du hast das ja abgemacht bei dir. Ja, soll ich natürlich. Das hier abmachen? Wie du magst, ist ja dein Auto. Kannst du ein bisschen Aerodynamik mit reinnehmen? Ja, okay, das finde ich gut. So, ist hier immer eine Stange? Ich brauche eine Stange. Oh, eine Anhängerkupplung. Ich weiß, ist die Minute nicht schon längst vorbei? Ja, nee, Lukas ist ja hier Chef und der hat noch nicht gesagt, oh, es sind nur noch 10 Sekunden oder so. Es sind nur noch 10 Sekunden. Oh nein! Oh nein! Seid ihr so weit? Warte. Auf welcher Seite fahre ich? Das ist mir egal, das darfst du dir tatsächlich auswählen. Nee, das kann ich mir nicht auswählen. Ich muss einmal kurz. Okay, hier. Okay, weil dann würde ich mir so einen kleinen Schubser bauen. Wenn das legal ist, würde ich das gerne machen. Ja, das darfst du. Ja? Ja, okay. Das ist mein Item, Alter. Die Rennleitung hat da nichts gegen gesagt. Die Rennleitung ist doch aber. Die Rennleitung. Bin ich die Rennleitung? Ja, du bist heute die Rennleitung. Du bist heute alles. Du bist Weihnachtsmann, großer Bruder, der komische Onkel. So. Können wir unser Auto wieder pitchen? Weil ich glaube, ohne Pitch ist halt hier schlechte Karte. Kommst du langsam mal zum Ende hier. Warte doch! Du musst einen Countdown machen. Ich brauche noch einen Spoiler! Ein Countdown! Oh nein! 9! Oh nein! 8! Nein! Ich brauche noch eine Sache. Mach kurz. Gib mir noch eine. Eine brauche ich auch noch, sonst hält das nicht. 5! Das hält nicht, was ich gebaut habe. Dann bau das Set. Okay, ist fertig. 3, 2, 0. Steine zu. Hey, warte mal. Das ist aber unfair. Könnte die Rennleitung da mal ganz kurz irgendwas zu sagen? Hey, das sieht großartig aus. Oh, warte, ich hab die Karte vergessen. Ich hab dich doch gefragt, ob ich das darf. Ja, ich hab die Karte vergessen. Warte mal kurz. Ich muss ist das der Turbo-Knopf? Wir können, ja. Mein Ding ist entgleist. Wer hätte es gedacht? Aber man kann ja mal gucken. Also ich würde es jetzt auch kurz, ich würde es kurz erklären für dich. Ja, mach mal. Also vorne ist, damit die Luft gebrochen wird, ne, das sind so Verwirbelungen. Und das ist kein Flügel tatsächlich, sondern es ist dafür da, weil ich auf der linken Spur bin, die rechte Spur ein bisschen zu blockieren. Wenn ich vorne bin, cool. Wenn ich hinten bin, schlecht. Ich weiß gar nicht, ob das so cool ist, wenn du vorne bist, weil wenn Nico hier gegenfährt, haut er dich ja auch auf. Nee, das ich weiß ja, was er gebaut hat. Und hinten kommt Feuer raus, das sieht man ja. Ja. Kannst du ein bisschen grau für Rauch da machen? Oder? Liebe Leute, ich weiß, ihr seid alle unglaublich gespannt, was jetzt für ein absolutes Meisterwerk kommt. Warte, ich habe noch Rauch dran gemacht, weil das wurde von der Rennleitung so empfohlen. Und ich muss sagen, das hier ist das Geilomobil 12. Das ist wirklich Thomas the Tank Engine, wenn er sein Gesicht vergessen hat. Ich habe hier nicht nur ein weiteres Rad. Dieses Rad wird nämlich dadurch, dass ich hier Wind reinbekomme, weil ich fahre ja so. Ach, das kommt hier vorne. Ja, ich habe falsch rumgemacht. Kommt hier vorne Wind rein und dadurch wird der Propeller hier hinten angetrieben, wodurch es natürlich noch viel schneller geht. Schaut euch das an. Ja, das funktioniert. Du hast wirklich die cooleren Teile, ne? Du hast die extra so. Darf ich dir noch Augen? Wir haben Augen! Wir haben noch ein Auge irgendwie. Wie mache ich das denn jetzt vorne? Da brauche ich aber so ein Querteil. Hier ist noch ein Auge. Ja, warte, aber da brauche ich ein anderes Teil dafür, oder? Da ist eins. Ja, oh, danke schön. Wo ist das zweite? Hier ist ein grünes. Weiß nicht, ob das was bringt. Das war so ein komisches Graues. Das hier? Nee. Nee.
Nee, ich nehme sonst auch ein Auge. Existiert? Ich nehme auch ein Auge. Mach nicht Auge jetzt. Mach nicht so Auge. Okay, ich habe hier noch ein Auge. Wir spielen jetzt Magic Carrera? Ja. Sag mal, ich habe eine Frage an die Rennleitung. Okay. Dürfte ich in der Theorie, und das ist nur eine Frage, mein Auto nochmal umbauen, weil Folgendes passiert, wenn es auf den Boden gesetzt wird. Nur das, siehst du? Ja, ja. Ich habe folgende Idee. Nee, das gehört so. Das ist hier. Ja, das ist die Führungsschiene. Ich habe folgende Idee. Ich würde gerne eine Proberunde mal fahren. Und du gucken, alleine erstmal? Nee, wir beide zusammen. Okay. Weil wenn du jetzt zum Beispiel vor mir bist, ich werde ja für immer verlieren, glaube ich. Ich komme mal. Geh mal aus, was passt dir hier. Ja. Ich dachte, du schiebst ihn jetzt einfach nur mit an. Fahren wir jetzt? Ja. Das ist dann wundervoll. Und das ist ja der Wahnsinn. Naja, dann müssen wir mal ganz kurz unsere Bäume wegpacken. Ich glaube, mein Auto ist tot. So, warte, kannst alles du das nochmal? Du musst langsam, um die Kurve fahren. Du musst langsam um die Kurve, das ist das Problem. Du bist zu schnell. Ach, jetzt bin ich auf einmal wieder zu schnell. Ja, du bist ein Audi. Kann ich das dann ein bisschen umbauen? Ja, weil ich habe das Gefühl, das ist nicht stabil. Ich muss das stabil lassen. Okay. Dankeschön. Rennleitung, wieder sehr kulant heute. So kennt man sie. Wir wollen ja auch, dass hier was funktioniert. Digga, ich kann nicht mit Lego bauen. Ich muss das hier noch ganz kurz so mit einer Querverstrebung. Querverstrebung? Wie willst du denn durch die Karte durchbauen? Wieso denn schön durch die Karte? Durch. Wovon das redest du? Ach so, Querverstrebung zwischen denen. So, damit das jetzt nicht so wabbelt. Ja, ja. Das fällt direkt ab. Ich lasse das. Das war auch blöde Idee so mit dem Feuer. Deins ist jetzt ein bisschen schlanker geworden. Ja, ich hab's ein bisschen schlanker gemacht. Dennoch mal die Proberunde. Was war das? Oh Gott! Jo, warte, ich schaff die Proberunde. Alter, ja. Ich habe nur drei Teile verloren. Warum habt ihr meine nicht geschafft? Mach nochmal. Mach nochmal. Damit, mach mal. Weil ich will wissen, was passiert, wenn du gegen mich fährst. Ja. Oh, das ist schwierig. Da kämpft er sich nach vorne. Ja, fast. Dieser Turbo-Knopf. Ja. Du kannst nicht gewinnen. Es ist vorbei. Nein, to be fair, ich muss ja nur vor dir sein. Warte mal. Wieso denn vor? Was denn? Was passiert jetzt? Das ist, ja genau, der startet einfach 20 Meter weiter vorne. Wir wollten ja gucken, was passiert, wenn Nico dagegen fährt. Ach so! Ja, ach so! Du bist ja klug. Sind beide kaputt? Okay, gut. Damit sind die Vorbereitungen abgeschlossen in diesem großen Grand Prix. Oh, da wird sich beschwert. Das graue Ding muss ab. Wieso machen wir es nicht? Wieso? Weil das dann dumm ist. Ach, yes, ich, dann kann ich es ja auch abmachen. Ich würde es verkürzen. Ist das so okay, wenn das so ein bisschen? Ja, ich glaube, das ist. Weil ich glaube, so hätte ich ihn maximal hier. Da passen wir eh nicht beide durch. Ja, hier ist ja auch eine Verengung. Das soll ja so. Das soll so. Da soll ein Crash passieren. Okay, warte, wir müssen mal ganz kurz hier auf die Gerade fahren, damit die Leute das sehen, weil das ist ja unglaublich. Da passt ja nichts zwischen. Ja. Okay, gut, dann einmal auf Start und Ziel. Ich halte dir mal meine Hand rein. Ich weiß nicht, ob das die Minute ist oder nicht. Gut. Warte, ich helfe dir. Bam, bam, bada, bam, bam. Drück mal den Turbo-Knopf jetzt. Au, nein. Ah. Okay. So, also, normalerweise hätten wir gesagt, wer zuerst drei Runden schafft. Und ich würde auch sagen, wer zuerst drei Runden schafft, hat die erste Runde gewonnen. Wollen wir nicht gucken, wer eine Runde jetzt schafft? Lass mal eine Runde machen. Okay, eine. Nee, das wird wirklich rennentscheidend sein, die Nummer. Okay, dann du darfst Runde 10. Bei 0 geht's los. Können wir eine fahren, oder? Nein. Auf die Plätze, fertig, los! Okay, heute sehr vorhanden. Ja, erste Runde durch. Scheiße! Nikolas entgleist, der kommt wieder rein. Das war jetzt die erste Runde. Es hat funktioniert. Okay, es hat funktioniert. Drei Runden? Nee. Wir haben uns auf eine Runde, weil ich nicht wusste, ob es wirklich eine Runde schaffbar ist. Okay. Es ist eine schaffbar. Ja. Dann würde ich sagen 1-0 für dich, aber bei der nächsten geht es um 3 Punkte, weil wir fahren 3 Runden. Natürlich. So. Auf die Plätze. Fertig. Warte mal! Halt, stopp! Wieso beide? Der war das! Hä, du bist viel früher losgefahren. Du hast dich einfach angeschlossen. Das stimmt. So. Jetzt nochmal. Erstmal los, ja? Auf die Plätze, fertig, los! So, mal wieder sehr schnell voran. Mach den Sprung, Nico, um. Ma! Nein, ich bin aufgesetzt! Warte.
Hilf mir doch! Fahr ich jetzt einfach weiter, Alter? Ja, mach. Halt nicht. Warte, ich habe ja vergessen, wie das funktioniert. Nein! Weg da! Nein! Warte, ich fahre ins Ziel, das ist meine letzte Runde. Ja! Ich habe die überrundet zwischendurch mal. Das stimmt. Das war der Wahnsinn, das war der Hammer, das hat richtig viel Spaß gemacht. Sobald wir in die Hektik kommen, weil der andere... Lass doch jetzt was zum Rammen reinmachen. Ich hätte dich niemals überholen können. Okay, dann kommt jetzt die zweite Runde. Dann baue ich jetzt ein... Das ist jetzt egal. Dann baue ich jetzt so ein Auto. Okay, wir haben noch mal eine Minute. Jetzt wird gerammt. Ist ja auch Brothers War und nicht The Brothers. Wir fangen nicht an. Siehst du? Da. Danke. Endlich sagt's mal jemand. So. Das ist nicht so stabil, wie ich mir das vorstellen würde. Ich muss die Karte ein bisschen knicken, das ist nicht gut. Nee, die Karte bleibt ganz gut, das ist der Ökosprung quasi. Okay. Scheiße, ich habe nichts dran gebaut bis jetzt. Aber wie sieht's denn gut aus? Nee, das ist gut. Oh, das ist die falsche Seite. Na egal, bauen wir darüber. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie hilfreich das ist und ob das nicht ein bisschen deine Stabilität... Nee, das wird gut sein. Darf ich testweise? Nee, wir fahren jetzt gleich sofort eine Runde. Okay. Außerdem ist die Karte nicht mehr drauf. Die kommt jetzt! Dann ist gut. Ich brauche halt irgendwie sowas noch zur Dämpfung oder so, aber das kriege ich ja niemals da dran. Kann ich hier so und dann da einen Reifen dran machen? Theoretisch. Wirklich? Ja, klar. Alter, es gibt solche Teile in Magic? Ja. Oh, das ist abgegangen. Hier ist ein fettiger Reifen mit Reifen. Danke, an. Papa. Okay. So. Lego ist ja... Klemmbausteine. Aber da steht auch Lego drauf. Das müssen die Leute doch nicht wissen. Die kommen aus Frankfurt. So. Okay. Bist du soweit? Du hast dir quasi einen Trike gebaut jetzt. Wenn du ein bisschen zur Seite rüber... Ich hab das Gefühl, du hast vielleicht übertrieben. Passt du da unter durch? Nee, kann also nicht. Das Problem, dass... Kann ich davor jetzt anfangen oder dahinter? Weil einer muss ja... Ja, der vorne ist, bleibt ich halt gewinne. Vorne. Nein, das glaube ich nicht. Glaube ich gar nicht. Also ich glaube, spätestens bei der Kurve da hinten fliegt einer raus, wenn ich meine, aber... Du kommst nicht mal durch eine Kurve. Okay, fahr. Ich drück nicht Gas. Okay, pass auf. Wollen wir einfach fahr? Mal... Ja. Fahr mal. Ah, fuck, ich hab mir so doll das Knie gestoßen, du Hurensohn. Hey. Fahr mal eine Runde. Okay. Ich warte. Ich will erstmal einen Beweis. Erstmal Proof of Concept. Na, das hat ja schon mal nicht... Wo ist denn meine Karte? Ist runtergefallen. Da war ein bisschen Wind. Ja, das hält besser, so hast recht. Nicht halt. Also, ich weiß nicht, der Wagen selber fährt wunderbar. Wie kann das sein? Scheiße, Alter. Wie kann das sein? Da drin bleiben. Okay, dann. Weiß ich. So, dann mach mal. Jetzt zeig mal. Dann zeig du mal, was du kannst. Das ist doch scheiße, was du da gemacht hast. Ja. Der jetzt kämpft. Hebst du ab, wenn du jetzt Gas gibst. Ja, ich drück durch! Der ist geflogen. Ah! Du fliegst ins Ziel. Auf du fährst nicht, du fliegst. Na gut, das sind die zwei Kontrahenten, dann würde ich mal sagen, let's go. Willst du vorne sein? Bitte. Dann bist du jetzt vorne. Auf die Plätze. Seid ihr soweit? Ja. Fertig. Los. Ich schieb dich auch ein bisschen an. Ihr fahrt so vorsichtig. Eieiei. Ja, warte, es läuft auf. Nein. Was macht ihr denn? Ja. Das war nicht gut, oder? Das hat man nicht verstanden. Haben wir denn... Das Bauen von Artefakten und allen anderen Dingen doch tatsächlich mal lieber Ursa und mich da machen. Wo ist denn dein Auto? Ja, manchmal ist es auch mehr, ne? Nicht mal das hat es geschafft. Nicht mal das? Das liegt doch an deinem blöden Truck. Der liegt echt auf der Strecke. Ja. Sag mal, du, das ist einfach, ich bin meine Bauart ist schuld. Ja. Ja, wir sind überzeugt, dass meine Karre die bessere war. Ich würde sagen, das ist jetzt der Beweis, den wir alle gebraucht haben. Anschlag auf die Rennleitung, war naja. Rote Karte. Ja, gut. Damit muss ich leider zugeben, geht die zweite Runde auch an dich. Ja, ihr habt's geschafft, Mama! Dass ich mal besser Auto fahre als du, ne? Damit hätte ich nie gerechnet. Ich bin so glücklich.
Möchtest du irgendwas zeigen? Möchtest du nochmal zeigen, was man bei uns auch ein bisschen gewinnen kann? Weil wir haben ja noch Sachen, die wir raushauen. Wir haben noch gar nicht gesagt, wie. Nee, haben wir nicht. Naja, wir können uns ja die Karten nochmal angucken. Ja, wir schauen uns mal die Karten an. Währenddessen wechseln wir mal unsere großartige Position. Ja, bitte. Ja, aber die Karten, das ist halt, wir haben so schöne Sachen zu Brothers War. Nicht nur die Decks, sondern kleine Booster-Packs und so weiter und so fort. All das, was man gerne haben möchte. Und da könnt ihr natürlich auch richtig viel von abgreifen. So ja. Sieht's aus, ihr sollt so ja was davon haben. Ja, das soll ja nicht nur für uns sein. Das ist ja für alle Beteiligten. Das ist ja wichtig, wichtig, wichtig. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier ist, so wie es sein soll alles. Na, das sieht genauso aus, wie es soll. Der Wahnsinn. Genau, wir haben nämlich natürlich die großen Oh ja! Hier muss aber wieder reingehast werden. Die großen Commander-Decks. Mhm. Aber auch richtig viele Draft-Packs bzw. Booster. Zum Beispiel hier auch alles. Das hier ist voll. Voll mit Draft-Boostern. Und ich würde das alles rausballern. Du willst das jetzt alles rausballern? Jemand kriegt hier ein Commander-Deck. Korrekt. Und Duck vielleicht. Und du willst jemandem 30 Booster-Packs geben? Nee, das ist Quatsch. Warum? Na gut, dann kriegt jemand einfach 30 Booster-Packs. Ich weiß nicht, ob nee, das sind keine 30 Packs drin, oder? Ich glaube, das ist doch. Soll ich mal zählen? Nee. Ja, aber das müsste ja neben draufstehen. Also hier steht 30 Jahre, aber da werden ja wohl nicht. Weißt du was, wir können ja mal reingucken. Das ist ja, noch ist es unwahr. Nee, also es ist wirklich auch einfach nee. To the brink voll. Nee, das sind mehr als 30. Oh mein Gott. Nee, es sind mehr, glaube ich. Na komm, wir zählen mal ein Stäbelchen. Aua. 1, 2, 3, 4, 5, nee, es sind 30. Es sind einfach 30. Naja, das hätte man sich denken können. Das hätte man sich denken können, aber auch das kann jemand gewinnen. Plopp. Einer mehr. Und wie? Rein damit. Wie ist relativ leicht. Ihr könnt... Ich habe meine Arme verloren. Kamera weg. Oh Gott, viel Glück. Warte, es ist gleich... Ton ist gut gleich wieder. Das ist ja nerviger als Leute, die im Kino die ganze Zeit Chips futtern und knistern. Ja, wer isst denn im Kino Chips? Komische Leute. Oh, shit. Ihr könnt das wie folgt gewinnen. Alles, was ihr dazu braucht, ist das Lieblingstool eines jeden Menschen, Twitter. Oh mein Twitter? Gott. Twitter ist das, was es noch gibt. Das gibt's noch. Und wir nutzen die Zeit, in der es Twitter noch gibt. Ihr habt nämlich die Chance, über Twitter einfach was, wir machen es gar nicht so kompliziert, was super Kreatives zum Beispiel zu posten über den Stream, wo ihr nimmt ein schönes Bild, wo Nico aus der Bahn fliegt oder wo Malte gewinnt beispielsweise. Oder ihr zeichnet zum Beispiel unsere Karten ein wenig besser, seid kreativ und das könnt ihr einfach auf Twitter dann posten und dabei taggt ihr natürlich @malternativ und das natürlich, ja das wäre gut. Und wen können wir noch taggen? @wizardsdeutsch heißen die so? _deutsch. Wizards_deutsch. Genau. MTG heißt es, glaube ich, richtig. Das wäre der Wahnsinn. Die könnt ihr und da könnt ihr einfach posten. Und wir sehen ja quasi eure Bilder. Und da werden wir im Verlauf dieser Woche, ich würde einfach sagen, ihr habt jetzt 24 Stunden Zeit dafür. Nee, wir gucken einfach im Stream einmal rein. Oh, wir und gucken schreiben im Stream schon rein. Ist ja noch besser. Das Einzige, was ihr anhaben müsst, ist, dass man euch eine Privatnachricht schicken kann. Dann werde entweder ich euch schreiben oder einer von uns aus dem Team. Das heißt, ihr müsst anhaben, dass jeder euch einfach eine PM schreiben kann. Aber wir droppen im Stream auch, wer gewonnen hat, würde ich behaupten. Na, also das heißt, ihr postet jetzt was auf Twitter, markiert die beiden Accounts. Korrekt. Und dann könnt ihr hier abstauben und nicht nur Karten, sondern es gibt ja auch noch den absoluten Highlight, mega omega krassen Gewinn. Denn die von Magic haben sich nicht lumpen lassen. Die kloppen nämlich nochmal in Kooperation mit Nakun ein Headset raus. Was? Zwei Headsets! Wirklich? Ja. Das ja. Heißt, die Hauptgewinner kriegen quasi Bruder einfach ein Headset. Ja. Und natürlich auch noch ein paar Magic-Karten. Sonst geht man ja so. Und kriegt auch irgendjemand noch was von unserem Merch? Oder ist das raus? Die haben wir ja auch noch. Die drei Merch, das war aber das Chat-Gewinnspiel. Aber war das nicht nur bisher ein Code? Oder haben wir direkt drei Codes rausgeballert? Das weiß ich nicht. Ja, jetzt habe ich gespoilert.
Du hast alle drei Codes auf einmal rausgeballert? Nein, aber ich habe gesagt, dass wir drei haben, aber wir haben erst einen rausgehauen. Ja, dann lass doch nochmal einen raus. Nein, dann knallen wir auch noch einen raus. Das funktioniert wiederum im Chat relativ simpel. Ihr bekommt einen Rabattcode gleich in den Chat gehauen. Der ist noch nicht ganz final. Da fehlt ein bisschen was. Da kann eine Nummer fehlen oder ein Buchstabe. Schaut da einfach mal auf den Code genau und entziffert den ein wenig. Und bei unserem Webstore, dem paupau.store, der ist aber jetzt auch nochmal im Chat verlinkt, könnt ihr Alternativ-Merch euch gönnen, Feier-Merch euch gönnen, Gaming-Clerks-Merch euch gönnen und was ihr da sonst noch so findet, im Wert von 50 Euro. Der Wahnsinn wird das. Also, rauf auf den Paupau-Store oder auf Twitter und was Schönes malen. Oder beides. Oder ein lustiges Meme posten. Machen wir beides. Machen wir beides. Ihr könnt beides gewinnen. Für mich ja. Ja, also ich habe nichts dagegen. Nee, ich auch nicht. Nee, ich würde was gewinnen. Ja, ich auch nicht. Ja, übrigens, wenn ihr schon im Store seid und dann vielleicht sogar die Chance habt zu gewinnen, dann nutzt unbedingt die neuen coolen Alternativ-Shirts. Weil ich finde die wirklich großartig. Gibt es in verschiedenen Farben. Wenn ihr die natürlich schon habt, könnt ihr auch irgendwas anderes rausziehen. Das Einzige, was ihr noch nicht machen solltet, ist wählerisch sein, weil jemand anderes könnte ja auch drauf kommen, wie der Gutscheincode lautet. Da muss man jetzt ein bisschen zackig sein. Da muss man sich beeilen. Sonst geht das nicht. Nicht Top-Chat, ich will doch den Live-Chat sehen. Ich habe das Tablet drüben liegen lassen. Ja, aber da ist doch unser flinker Mitarbeiter, der das holt. Ja, das muss man. Guck mal, da eilt er schon. Wusch, wusch. Ja, das wird der Hammer. Gut, jetzt habe ich dich 2-0 bisher abgezogen. Wird es auch noch. Kämpfst du dich noch zurück? Woran hat es gelegen? Das Runde muss ins Eckige. Sind wir bei der Kreisliga oder was? Wir werden gleich noch gegeneinander im dritten Fight gegeneinander kämpfen. Dann kannst du dir deinen dritten Vorteil erkämpfen. Mhm. Vielen Dank. Es ist gespawnt. Oh, vielen Dank. Mein dritten Vorteil. Ja, dann kannst du dir den dritten Vorteil noch erkämpfen. Aber brauche ich wirklich einen Vorteil gegen dich in Magic? Ja, ich glaube schon. Okay, wenn du das so sagst. Hast du dein Deck schon mal gesehen? Weil ich kenne die Karten, die hier drin sind, vielleicht, aber ich kenne das Deck nicht. Nein. Also ich kenne die Karten, die drin sein könnten. Zum Teil zumindest, nicht alle, muss ich zugeben. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was es sein wird. Aber ich werde da ein wenig auch Hilfe brauchen, weil es könnte sein, dass die ein oder andere Karte eine Mechanik hat. Ja, wir haben doch Lukas als Profi hier. Der Weihnachtsmann ist nicht umsonst am Start. Eben, ich erkläre das schon, wie du eine Frage hast. Eben. Währenddessen würde ich sagen, wir können ja noch mal ein paar Geschichten aus dem Familienleben. Aus dem Paulanergarten. Nee, aus dem Familienleben noch mal droppen. Und währenddessen könnte nämlich die nette Person, die uns auch dieses Tablet gebracht hat, noch unser drittes Spiel vorbereiten, denn es geht Back to the Roots. Ui. Zum guten alten Memory. Oh. Das Magic Memory. Magic Memory. Ja, wir haben sogar ein neues Tablett dafür gekauft. Und damit meine ich nicht das. Das ist nämlich ein Tablet. Aber ein Tablet. Da kann man ein MTG Arena drauf spielen. Das stimmt. Ich weiß. Oh, da läuft jemand sehr verwirrt durch die Gegend. Ja, ich erzähle dir was. Ja, mach doch. Autofahren. Ja, bitte. Autofahren grundsätzlich in einem vollen Auto mit 5 Koffern oder Sachen für 5 Leute für mehrere Wochen irgendwo an der Südküste Frankreichs. Das hat er ganz hingefahren? Schwierig, ja. Und das war auch kein schönes Auto. Wollt ihr nicht? Nee, es war ein, wie heißt das? S? Irgendwas mit S? So eine alte Automarke? Seat. Es war ein Saab. Der hatte, glaube ich, zweistellig auch schon PS. Und bergauf wurde es deutlich langsamer. Und mein Vater neigt ein bisschen dazu, auch ein bisschen lauter zu werden beim Autofahren. Und es war irgendwie immer etwas zwischen Fiebertraum und Nahtod. Eins von beidem. Ich verstehe nicht, wie ich es bis hierhin geschafft habe. Lustigerweise habe ich eine fast ähnliche Geschichte, nur mit meinem Onkel. Das war in Griechenland dann und wir sind auch mal die Berge hochgefahren. Und der hatte eine, ich weiß nicht, was für eine Marke das war, muss ich zugeben. Die hat das die Berge nie hochgeschafft. Nee, das ist eine absolute Katastrophe. Und dann sitzen da auch noch 5 Leute drin. Ja. Und damals gab es vielleicht eine Klimaanlage. Wenn du richtig glücklich bist, hast du sogar auch die Fenster runterbekommen. Das ist nämlich das, wenn man ein Auto hat mit wenig PS, dann schafft man es teilweise den Berg nicht hoch. Wenn man eins hat mit vielleicht genug PS, aber schlechten Bremsen, schafft man es den Berg vielleicht nicht runter. Falls du dich erinnerst, in Japan sind wir doch an den LKW vorbeigefahren, der einfach keine Bremsen mehr hatte. Oh ja, wir sind einen Berg hochgefahren und das war schon ein bisschen gruselig mit Serpentinen und Co. Ja. Und dann sind wir wieder zurückgefahren und da war einfach ein LKW, der angefangen hat zu brennen. Also die Reifen haben, oder die Bremsen haben. Und ich konnte mir sehr gut vorstellen, das war ein älteres Baujahr und ich konnte mir sehr gut vorstellen, wie das passiert ist. Weil, wie gesagt, das ging wirklich nur noch bergab. Und zwar sehr, 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 sehr lange. Aber ich finde halt grundsätzlich, Autogeschichten sind so das, was viele einfach
in der Familie auch erlebt haben. Und die sind immer nervig gewesen, weil es immer, entweder du hattest nichts, also ich meine, heutzutage ist es vielleicht noch ein bisschen leichter, du hast ein Handy dabei und halbwegs überall noch Empfang. Das geht noch einigermaßen. Ja, aber auf dem Piss-Gameboy damals bei Nacht oder so zu spielen. Ohne die, und da hast du die Lupe vergessen. Ich hatte nie eine Lupe, also so cool war ich nicht. Das ist keine Gameboy-Lupe. Mir kratzt wirklich ja, alles also im mir, Auge. Das ist ganz schlimm. Mein Kopfhaut freut sich nicht. Guck mal auf die mobile Cam. Und das ist, die Haare sitzen. Nee, also schön sehen ein bisschen nicht. Ich sehe ein bisschen aus wie so ein Rockabilly, aber auch wirklich gescheitert. Die, so die Billig-Version davon. Ja, ganz auf der Kirmes könntest du so auftreten. Ich bin mir unsicher. Ich bin mir sehr sicher, dass du das sehr gut könntest. Anyway, mein Schätzchen. Ja, was ist denn so deine Familiengeschichte, wenn du das Wort Familie hörst, was noch hier erzählt werden darf? Die ganzen Weihnachtsgeschichten spare ich mir für Feierabend auf. Bitte. Ehrlich gesagt, ich erinnere mich, meine Mutter hat mich mal mit der Zigarette verbrannt, als wir aus dem Zug ausgestiegen sind, weil wir ganz schnell zur Fähre mussten. Ist das so eine Familiengeschichte? Nee, auch nicht. Ne? Wie bitte? Vielleicht darfst du doch keine Geschichte erzählen. Ich habe ehrlich gesagt nur so traurige Geschichten. Toll. Oh Gott. Das war auch ganz schön traurig. Ich habe wirklich, alle meine Geschichten sind eher traurig. Nein, das stimmt nicht. Ich habe eine super coole Geschichte, wirklich, die ist tipptopp. Die hängt mit meinem Bruder auch zusammen, mit meinem älteren Bruder. Ist ja unglaublich. Mit meinem älteren Bruder ist sie auch. Und zwar, das war so, ich hatte damals noch ein Super Nintendo mit ganz viel Spielen. Und bei mir war immer die Idee, man tauscht das jeweilige Nintendo-Gerät gegen das neue Nintendo. Natürlich. Ich verkaufe mein Super Nintendo hinten raus, ein absolut beschissener Deal. Kriegen einen N64. Und kaufe mir dafür einen N64. Okay. War die Idee. Also war ich auf dem Flohmarkt und habe da mein Super Nintendo verkauft mit ganz viel Spielen. Und ich weiß nicht mehr, wie viel ich dafür wollte. Ich glaube 500 oder so, weil ich wollte den N64 mit ein, zwei Spielen haben und so weiter. Und das war da auch wert. Und mein Vater hat auch sehr darauf geguckt, dass wir das dafür bekommen, weil der weiß ja, was er dafür ausgegeben hat. Ich musste dann irgendwann aber mal auf Toilette und mein Vater hat mit irgendjemandem gelabert und dann war da jemand und hat mit meinem Bruder über dieses Super Nintendo mit den Spielen verhandelt. Und der Typ gegenüber hat die Chance, der dachte sich so, das Kind, das ziehe ich ab, den biete ich jetzt 300 und zeige ihn dann auch noch und der wird richtig, Und dann hat mein Bruder das einfach unter Wert verkauft, wirklich viel zu wenig, für glaube ich knapp unter 300, und D-Mark. Oh, das war Mark. D-Mark. Ja, das war Mark. Hat das dann verkauft und mein Bruder fand es halt cool, weil der hatte noch nie so viel Geld in der Hand, theoretisch, ne? Der Typ war schon über alle Berge. Mein Vater, unglaublich stinksauer, weil er ja einfach weiß, dass was da gerade passiert ist. Gar nicht auf meinen Bruder, sondern eigentlich eher auf die Person. Und dann, ich natürlich unglaublich traurig, aber dann, mein Vater MVP, der hat mir dann, hat dann quasi den Rest dann bezahlt und dann trotzdem einen N64 dann gekauft, weil es ist halt doof gelaufen. Aber ja, das ist ja auch eine traurige Familiengeschichte. Das ist irgendwie traurig, aber auch schön gewesen. Naja, dann kommen wir doch mal zu unserem nächsten Spiel. Du hast es ja schon angekündigt, das wunderbare Magic Memory. Und wir können uns mal angucken, wie das Ganze läuft. Eigentlich ziemlich simpel. Wir haben wieder Karten, die gleich sind und Karten, die nicht gleich sind. Und man muss einfach immer Pärchen sammeln. Wenn man ein Pärchen bekommen hat, dann darf man weiterziehen, korrekt? Korrekto. Jeder. Die Karten haben sich ein bisschen verzogen. Das Board ist ein bisschen klein hier heute. So, korrekt. Ja, das ist wirklich ganz schön winzig. Ja, ich merke das schon. Ja, guck mal, da sieht man auch, wie Philipp es nicht geschafft hat, die richtigen Karten zu ziehen. Aber das war halt so. Aber du hast ja viel Spaß gehabt mit Philipp. Ob du jetzt auch so viel Spaß mit mir haben wirst, na, wir werden es mal sehen. Das ist Magic Memory. Die Glamour-Fingers kommen raus, ey. Das war richtig gut in der Überleitung. Weißt du was? Weil du die letzte Runde verloren hast. Ich habe doch gewonnen. Ich weiß. Okay. Darf ich jetzt anfangen? Du darfst anfangen. Das ist doch schlechter für mich, oder? Das ist Ebene. Warte, wir brauchen die Topkamera. Okay, ich war da. Sonst weil wir haben hier einmal eine Ebene. Sehr gut. Und die Faridee. Auserwählte Dis. Das ist ja eine geile Karte, Alter. Vielleicht brauche ich die nachher für mein Deck. Ja, so. Okay, ich habe gesehen, was du genommen hast. Dann, ich habe hier einen Wald. Der gute alte Wald. Der gute. Du weißt ja doch überhaupt nicht. Hier ist ein Wald, ich habe es gerade gesehen. Nee, hier ist der Wald. Nein. Ha! Okay, ha! Jetzt glaube ich euch. Wuhu! Jetzt glaube ich euch, dass es gefaked ist. Das ist der große Moment. Das Game is rigged. Und jetzt kommt hier der Sumpf. Den habe ich auch schon gesehen. Der ist nämlich hier. Shit. Das ist Gebirge. Es hätte der Sumpf sein können. Sumpf und Gebirge. Okay, und jetzt habe ich hier gesagt?
Scheiße, Herrschaftsvampir. Ich glaube, der ist da. Scheiße. Das war eine Ebene. Ärgerlich. Ja. Oh. Oi. Weißt du noch, welches war? Oi. War das der hier? Ja. Ja! Oh nein, Alter, jetzt wird's schon unangenehm. Der Herrschaftsvampir ist mein! Ah, bitte. Das ist hier wirklich das Classic-Game. Frieda. Farideh. Frieda, Alter. Der Frieda-Käfig, man kennt ihn. Da kann man nicht vom Blitz getroffen werden. Verdammt! Und Ebene. Oben. Ja, also ich finde das schön, dass es einfach genauso läuft wie letztes Mal. Und ich habe gedacht, das liegt daran, dass du so eine Brille auf hast. Oh nein! Aber scheinbar ist das ja einfach nicht so ein Ding, oder? Nee, genau. Habe ich die hier umgedreht? Bin mir nicht sicher. Nee. Leider nicht. Jetzt war ich selber dumm. Hatten wir den hier schon? Nein. Ja, den hier? Nein. Den hier? Nein. Hatten wir schon? Nein. Hatten wir? So. Jetzt hast du die Mechanik. Ich habe dich erst ausgelacht. Ja, da war die. Ja. Ja, jeweils eine Ebene. Jetzt musst du nur noch den Rumpf machen und dann kann ich nicht mehr gewinnen. Hast du überhaupt schon irgendwas? Ja, deine Frieda. Gebirge? Das kann nicht sein. Gebirge? Ja! Ach. Boom! Wenn du das jetzt verkackst, bin ich übrigens ein bisschen sauer. Das ist Wasser. Kacke. Ich habe zu null gewonnen. Digga, deine Frieda. Das ist nicht zu null. Oh, du hast eine Frieda! Entschuldigung, das habe ich nicht. Das habe ich versehen. Das habe ich nicht. Da war ich doof. Ja, keine Ahnung, wenn ihr halt euer gerigtes Memory macht. Du hast doch auf dem Ohr Pauls Stimme. Der hat dir doch safe gesagt, wo er die Sachen hingelegt hat. Ja, hat er auch. Danke, Paul. Ja, gut, jetzt hast du auch einen Vorteil. Das ist ja dann nicht ganz so unfair. Jetzt hast du einen Vorteil weniger. Ich habe nicht auch eine, sondern du und hast jetzt nur noch. Was sind diese Vorteile? Das wirst du gleich sehen. Okay, dann wirst du das gleich mal sehen. Aha. Mhm. Das war kacke, muss ich sagen. Das hat gar keinen Spaß gemacht. Warum nicht? Weil ich verloren habe. Das ist immer so was. Ja, mein Lieblingsspiel! Ja, dein Lieblingsspiel. Oh. Oh mein Gott, das war schrecklich. Ja, wollen wir uns anschauen, wie man eigentlich Magic richtig spielt? Weil ich habe da was für vorbereitet. Du hast das? Ich habe das. Oh, cool, wie cool ich aussehe. Warte mal. Du siehst aus wie ein Auto. Lass uns lieber angucken. Wie spielt man Magic? Wie spielt man denn Magic? Na so. Magic the Gathering ist eins der erfolgreichsten Kartenspiele überhaupt und trotzdem super leicht zu lernen. Ziel des Spiels ist eigentlich nur, die Lebenspunkte seines Gegners auf Null zu bringen. Aber für alle Neulinge ein kleiner Rundown. Im Standardspiel hat jeder Spieler 20 Lebenspunkte, die der Gegner mit Kreaturen, Zaubern und Fähigkeiten reduzieren kann. Die Angriffs- und Verteidigungskraft einer Kreatur stehen unten rechts, die Kosten jeder Karte oben rechts. Denn jede Karte kostet Länder, von denen immer nur eins pro Zug auf das Feld gebracht werden kann. Die Zahl im grauen Feld bedeutet dabei, dass man diese Anzahl an beliebigen Ländern bezahlen muss. Die farbigen Symbole stehen für die exakte Anzahl an Ländern dieser Farbe. Wenn man mit Ländern bezahlt, werden diese getappt und können erst im nächsten Zug wieder benutzt werden. Und ein Zug besteht bei Magic dabei aus 5 Phasen. Erstens, die Anfangsphase. Hier werden alle Karten des aktiven Spielers getappt und eine Karte gezogen. Zweitens, die erste Hauptphase. Hier können Kreaturen, Artefakte, Verzauberungen, Hexereien und ein Land gespielt werden. Drittens, die Kampfphase. Der aktive Spieler kann seinen Gegner mit Kreaturen angreifen und der verteidigende Spieler kann sich entscheiden, die angreifenden Kreaturen mit Kreaturen auf seinem Spielfeld zu blocken. Logisch. Sofern der angerichtete Schaden die Widerstandskraft von Kreaturen erreicht oder übersteigt, werden diese zerstört. Zusätzlich können beide Spieler in dieser Phase noch Spontanzauber oder Effekte auslösen, um Kreaturen zu verstärken oder zu schwächen. Schaden, der nicht geblockt oder anderweitig verhindert wird, wird dem angegriffenen Spieler von seinen Lebenspunkten direkt abgezogen. Oh no! Viertens, die zweite Hauptphase. Hier kann der aktive Spieler erneut Spontanzauber, Hexereien, Kreaturen und Co. auf das Feld legen. Fünftens, die Zugendphase. Hier wird das Spielfeld aufgeräumt, Schaden von Kreaturen, die nicht gestorben sind, wird entfernt und es wird überprüft, wie viele Karten der aktive Spieler auf der Hand hält. Sind es mehr als 7, muss er so viele abwerfen, bis es wieder 7 sind. Und es gibt natürlich noch einige Sonderregelungen und Co., die erklären wir aber, sobald es dazu kommt. Ich bin gar nicht wie du. Wir sind doch anders. Oh mein Gott! Du bist das Kuckucksküken. Ich wusste es. Jetzt zeige ich nämlich meine wahre Gestalt. Ich zeig dir erstmal, ich wurde nämlich auf was verlinkt auf Twitter. Und somit machst du automatisch übrigens beim Gewinnspiel bei. Da habe ich gesehen, da musst du jetzt mal ranzoomen. Ich weiß, das ist jetzt natürlich schwierig für dich. Nee, ist aber nicht. Ist das nicht der Wahnsinn? Ich mach so, ist ja gut, Alter. Ja, man sieht's. Das ist doch geil, oder? Ach, du einfach alternativ @wizards_deutsch. Postet uns lustige Bilder, zum Beispiel das hier. Oder das hier.
Markiert uns und ihr könnt Karten gewinnen. Commander Dex, das dürft ihr nicht gewinnen, das will ich behalten. Aber eine Menge vom neuen Set, Krieg der Brüder und sogar ein Headset von Nakun. Nakun? Nakun! 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 Das ist schön, dass wir das so gemacht haben. So, und wir zocken jetzt eine Runde Magic. Was sind meine Vorteile, die ich gerade erarbeitet habe? Deine Vorteile sind also wirklich straight up echte Vorteile. Ja. Zur Zusammenfassung, wir haben 3 Runden gespielt, du hast 2 gewonnen und deswegen darfst du, und ich weiß, das ist gegen jegliche Magic-Regeln, aber 2 Karten mehr ziehen. Das will ich doch überhaupt nicht, ich muss den ja abwerfen. Nee, du darfst am Anfang, das stimmt. Aber du darfst nee, dann will ich nicht. Aber wieso denn nicht? Weil man denkt nicht so, weiß ich nicht. Mach das. Wir haben immer Landpool. Pass auf, dann nehme ich deine Vorteile. Wie viele Karten ziehe ich jetzt? Ja. Ich ziehe 9 und du ziehst 8? Ist das so? Nein, ich habe ja gar keinen Vorteil. Ich habe dir ja einen wieder weg. Ach so. Sonst hätte ich 10 gezogen. Ich bin ja dumm. Ich kann kein Mathe, ne? Ist dir das aufgefallen? Nee. Wie viele Runden haben wir gespielt? 3. Wie viel hast du gewonnen? 2. Wie viel habe ich gewonnen? 1. Ich sagte, wir ziehen das von dir ab, dann also habe ich nur noch 1. Na gut, okay. Also wir spielen jetzt Runde Magic. Ja, wir können mal Lukas wieder reinschalten. Ja, bitte. Weil der ist unser Magic-Experte. Ha, du hattest die... Was passiert denn jetzt? Oh, ich muss wirklich, es geht gerade nicht. Oh mein Gott. Die Karten sind hier die... Ah, okay. Lukas. Ja, hi. Ich höre nichts. Lukas, du bist noch gemutet bei uns. Ja, das wird bestimmt gleich passieren. Dinge sind so. Er ist angeblich unmuted, er ist nicht unmuted. Malte, erzähl doch was über deine Magic-Streak. Ich komme gleich wieder. Also ich muss halt an der Stelle sagen, Nico hat nicht einmal on-cam gegen mich Magic gewonnen. Und es war nicht mal close. Also es war jedes Mal ein Stomp. Und deswegen bin ich jetzt gespannt, ob er mit einem Deck, was wir beide noch nicht kennen, weil wir es ja mit den Jumpstartern zusammengepackt haben, actually eine Chance hat oder es einfach eine Katastrophe wird. Weil Nico und Mechanics ist halt schwierig. Ich denke mal, bei den Jumpstart-Sachen sind jetzt nicht irgendwie fancy Tag-Nacht-Wechsel oder so drin, sondern es ist einfach super straightforward. Weil Nico ist halt jemand, der sagt, Alter, meine Eltern haben mich nie geliebt, ich spiele rot. So, das ist für mich, das ist meine Meinung und da stehe ich auch hinter. Ne? Gute Menschen spielen, was habe ich? Ja, grün. Ah, jetzt höre ich mich wieder. Sehr schön. Grün. Ist das ein schlechter Zeitpunkt zu sagen, dass Nico jetzt rot-schwarz hat? Und Hallo! Du hast wieder ein rotes Deck. Rot-schwarz wie deine Nase. Du wusstest das. Das ist hier ein rigged Game, Alter. Puck mich auf! Können wir mal ganz kurz unsere Ketten zeigen? Weil das hat man gar nicht verstanden, glaube ich. Weil wir sind ja... Achso, ja. Du hast einen Puzzleteil. Und du hast ein Herz, wo das Puzzleschild reingehört. Und technisch... Hi. Hallo. Hi. Guten Tag. Hallo. Wunderschön. Ja, da muss das Puzzleteil... Ja. Man, ist ein bisschen drin? Rein, ja, ist glaube ich drin. Was? Ja, das geht so. Ja, so ist das drin. Das war überhaupt nicht drin. Hä, kann man das nicht zusammenbauen? Doch, das geht, aber dazu muss der Anhänger muss da, der ist im Weg. Das haben die sich auch gut überlegt. Das waren 4,99, die wurden angelegt. So, aber ich würde sagen. Pass mal auf, Atze. Ach, ich jetzt eine Runde Magic? Wo war ich gerade? Ich habe mich aufgepumpt. Okay. So, also, ich habe eine Frage. Waren die Karten gemischt? Ja. Oh. Du darfst eine Karte mehr auf der Hand haben. Und wenn es jetzt letztes Karte Spiel entscheidet. Das ist es. Warum haben wir dann davor Matches gespielt? Weil ich lustig bin. Und das du hast deine Lippe angemalt, das finde ich lustig. Aber ich habe jetzt hier die ganze Zeit... Hör mal zu, Freundchen, ja? Dieser Pokal wird nicht einfach so in deinen Arm wandern. Geschafft. Goddammit. Ja, dann lass mal Magic spielen. Das bedeutet, Lukas dementsprechend, wie viele Karten darf Malte auf der Hand haben, wie viel ich? Wenn er eine mehr haben darf? Na. Er darf dann 8 haben. Ah, richtig. Siehst du, wusste ich. Oh, ich hab übrigens blau-grün. 6, 7. Ich habe jetzt 8 Karten und ich darf noch eine ziehen. Kommt drauf an, wer anfängt. Da müsst ihr erstmal drüber würfeln oder Schnick-Schnack-Schnuck spielen. Guter Punkt. Ich habe eine 2. Die haben eine 6. Du darfst anfangen. Malte darf sich aussuchen. Ah, nee, du darfst aussuchen, dann selbstverständlich. Ja, dann ziehe ich jetzt eine Karte. Ja, dann fängt aber Nico an. Hä? Korrekt. Ja, weil du. Also du, der nicht anfängt, darf nachdem der andere dran war, dann eine Karte ziehen. Hä? Ah. Klar, wusste ich. Gut. Also, dann muss ich sagen, fängt diese Runde tatsächlich mal so an, wie ich das wirklich benötige. Ja. Mit wirklich einem Gebirge. Ich also mit einem nicht. Land, was dafür notwendig ist, dass
ich überhaupt irgendwas spielen kann. Wir haben doch die Info hier gerade gesehen. Ja, und wir haben auch hier eine wunderbare Splitscreen-Ansicht, womit man auch direkt sehen kann. Ah, da ist sie. Mein Mountain. Ach du Scheiße. Ach du Pisse. Ach du Scheiße. Das ist aber glücklich. Oh, nee. Ach du Kacke. Also theoretisch können wir auch nochmal machen, dass Malte einen Mulligan nimmt, wenn er mit seiner Hand wirklich gar nicht zufrieden ist. Dann zieht er nämlich, also packt er alle Karten wieder zurück, mischt nochmal und zieht eine Karte weniger. Dann wäre er wieder bei 7. Ah, das hättest du, das würdest du dir ja nicht. Das war kein Ach du Scheiße schlimm. Das war ein Ach du Scheiße, Ach du Scheiße. Und ich würde sagen, du bist auch direkt dran. Ich antappe, habe ich nichts. Ich ziehe eine Karte. Ja. Und dann spiele ich eins Baum. Ah, ich spiele einen Baum. Schöner. Weil ich darf nur ein Mana pro Runde ausspielen. Das ist korrekt. Und dann würde ich jetzt einmal callen für dich. Oh. Noch haben wir beide 20 Lebenspunkte. Merkst du das? Merkst du das? Oh, ich bin, das wird eine Runde. Zweites Gebirge wird gespielt. Aha. Also wirklich jetzt, hier ist heute... Jetzt kommt die Combo-Mechanik. Ich glaube ja, ich glaube, das ist der große... Ich kann aber sonst nichts machen. Oh. Okay. So wie es da leider noch nicht passiert. Okay, ich würde dann ein Inselchen ausspielen und die beiden auch benutzen, denn ich würde gerne die Top-Ter-Mechanikerin spielen. Top-Ter-Mechanikerin. Die Topter. Weißt du, wie ein Helitopter. Was kann die denn Schönes? Die hat 2-1 und immer wenn du deine zweite Karte innerhalb desselben Zuges ziehst, lege eine +1/+1 Marke auf die entsprechende Frau. Und wenn die Top-Mechanikerin stirbt, erzeuge eine 1-1 farblose Top-Artefakt, Kreaturenspielstein, Bummens mit Fluchfähigkeit. Das ist der absolute Hammer. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall mehr Würfel hier. Ja, wir haben noch mehr da, aber wir haben jetzt den. Du kannst ihn in der Mitte erstmal benutzen, aber die weiteren sind in der Box. Ja, das stimmt. Gut. Ja, und damit würde ich dann meinen Zug mal beenden, wa? Supi. Ja, bitte. Ist gut. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher. Ich tappe die beiden Gebirge und spiele Arschnutz. Arschnutz? lesen kann ich heute auch nicht mehr. Aber Arschnutz. Arschnutz? Arschnutz. Arschnutz? Arschnutz? Arschnutz, Mann. Arschnutz. Immer wenn Arschnutz-Ernte angreift, schick eine Karte deiner Wahl aus seinem Friedhof ins Exil. Arschnutz! Arschnutz. Du musst was ins Exil schicken? Immer, wenn Arschnott verstanden. Was kommt ins Exil? Schicke eine Karte deiner Wahl aus dem Friedhof ins Exil. Wenn er angreift, Friedhof ins Exil. Aus einem. Ich habe hier ist noch nichts. Bruder. Da brauchst du gar nicht geil. Du bist natürlich dran. Gut. Da würde ich jetzt. Oh, warte mal. Ich muss, der kommt übrigens natürlich getappt ins Spiel, nicht wahr? Naja. Nee, kommt er nicht. Wir sind hier nicht bei dem anderen Kartenspiel. Stimmt, ich kann halt echt, also ich hätte vielleicht das doch machen sollen. Nee, ist kacke, Alter. Okay. Hast du nix? Hab ich nix. Ich muss lesen, Alter. Aber mach du mal. Na, dann bin ich ja dran. Karte wird gezogen. Entschuldigung. Erstmal natürlich Untap. Und dann einmal einen Sumpf spielen. Hilft mir das gerade irgendwie? Nicht so wirklich. Ne? Doch, hilf mir. Ich schmeiß dann einen, also ich tapp dann erstmal den Sumpf und schmeiß ein. Kannst du das mit mehr Liebe auch sagen? Traxodämonen rein. Arschnott. Ein Sumpf. Ja. Opfere eine andere Kreatur oder ein anderes Artefakt und dann ziehe eine Karte, kostet mich aber 3. Und du musst ihn tappen dafür. Und ich muss ihn dann tappen, ja, natürlich. Jo, machst du da noch was? Ja, ich würde sagen, es ist Zeit, dass Arschnot auch angreift. Mit 3-1. Ruf da. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um eine Hexerei zu spielen, fürchte ich. Weiß ich nicht, weiß ich gar nicht, was du an Hexereien hast. Nee. Hast du nicht? Nee, Damage kommt durch. Dann kriegst du 3 Schaden. Das sieht leider so aus, da hast du recht. Sehr gut, ausgezeichnet.
ausgesehen. Ja, du bist dran. Ich brauche natürlich Mana. Das ist wirklich, was habe ich denn für eine Kacke hier drin, Lukas? Das ist der große Moment, auf den jeder im Chat gewartet hat. Da ach ist du die große Scheiße, Retro-Kutsche. Nico gewinnt, Nico gewinnt, Nico gewinnt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das mag. Hallo. Ich kann nichts machen, Alter. Ich habe nur zu teure Karten. Lukas, was hast du ihm da zusammengebaut? Das, was die Anfangsdinger da, die, wie heißen die nochmal? Jumpstart. Die Jumpstarter irgendwie gegeben haben. Da sind in beiden gleich viele Länder drin. Das ist ganz schön bitter, Alter. Ja, du bist dran. Ich kann leider nicht machen. Aber hätte ich da jetzt schon eine Hexerei spielen können? Nee, ne? Ich kann nur spontan sauber machen, ne? Eine Hexerei spielen. Wenn Nico dran ist, nur spontan sauber. Ja, okay. Dann okay. All good. Okay, dann an Teppi. Und einmal ziehen. Oh, 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 Finger weg! Ein Gebirge kommt ins Land. Da gehen wir alle ja Hand Stars in Hand. Das ist richtig krass bei dir, muss ich sagen. Und da würde ich aber sagen, ich habe nichts, was ich so wirklich damit spielen kann. Das ist alles zu teuer. Dinge passieren, ne? Warte mal, eine Hexerei kann ich jetzt ja aber trotzdem machen. Das ist ja natürlich logisch. Ja. Aber, nee, nicht aber. Das ist überhaupt nicht aber. Ja, das mache ich wohl mal. Ich mal die Grabungsexplosion spielen. Die Grabungsexplosion fügt einem Ziel deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. Erzeuge einen getappten Kraftstein-Spielstein. Das waren die du mir hier seitlich, glaube ich, irgendwo hingelegt hattest, ne? Ich habe hier einen Kraftstein. Sonst. Ah, danke schön. Danke. Genau. Getappten Kraftstein. Entschuldigung, bitte. Macht 3 Schaden, damit würde ich, Spoiler, deine Kreatur natürlich attackieren. So, und wenn die rausfliegt, dann ist das nämlich ein 1-1 fliegender Artefaktstein. Der hat jetzt 1-1. Okay. Der ist ungetappt. Ja. So, und dann würde ich sagen, ist mal Zeit für eine kleine Attacke. Rauf, volle Möhre, alles rein. Verteidigt. Der ist 1-1, ne? Ja. Dann würde ich den da damit blocken. Das heißt, der ist ja auch dann tot. Ja. Ja. Das ist ja doof. Jo. Okay. Naja, tschüss. Kommen immerhin noch 2 Schaden durch. 2 kommen durch. 2 Damage sind da. Dann hast du auch nur noch 15, mein Freund. Das ist leider, glaube ich, wahr. Es läuft richtig gut. Es läuft mich richtig beschissen. Also ich hätte jetzt auch gerne mal... Bin ich? Ja, natürlich. Entschuldigung, da kommt nichts mehr. Kacke! Kacke! Muss ich nicht mal eine Karte abwerfen? Wenn du mehr als 7 hast, also du hast ja den Bonus, dass du 8 Karten auf Hand haben darfst, dann, wenn es jetzt 9 sind, musst du am Ende vom Zug abwerfen. 10. Ja, da könnte man meine abwerfen jetzt. Das könnte man mal machen. Oder spielen, wenn du noch irgendwie eine Hexerei oder so hast, aber weiß ja nicht, ob das Sinn ergibt. Naja, also ich könnte eine Hexerei spielen und dann existiert die nicht mehr. Wenn ich das besser finde, als sie einfach loszuwerden, I guess. Weiß ich nicht. Das behalte ich. Es fühlt sich so gut an, was hier heute passiert. Hallo, meine lieben Freunde. Seid ihr auch auf die Gewinnerstraße abgebogen? Hier geht's rund heute. Schaut euch mal den traurigen Mann aus dem Internet an. Und zurück auf den glücklichen Mann aus dem Internet. Und der traurige Mann aus dem Internet. Der lustige Mann aus dem Internet. Und der traurige Mann aus dem Internet. Und jetzt einmal auf Alternativ schwenken. Wir spielen noch alles. Komm her hier. Komm, jawohl. Ich bin's. Baldi. Ich werde erst mal dir eine Taktik entsprungen. Ich habe halt leider richtig viel teure Scheiße hier, die ich natürlich im Late Game gerne hätte, aber das bringt mir jetzt leider nicht wirklich was. Ich tanze. Ich gewinne. Okay. Was? Du kannst. Was? Na, ich muss ja Karten abwerfen. Ah! Das läuft nicht gut, Lukas, by the way. Ich mache dich dafür verantwortlich. Oh, oh! Alter, dieser Pokal, ne, der ist echt richtig schön. Ich sehe den halt null bei dir, muss ich sagen, weil du bist nicht... Ich werde den hier ausstellen, würde ich mir einen Thron dafür bauen. Ich spiele... Ja? Ich muss kurz ihn einmal selber lesen. Nee, das ergibt nicht... Nee, das...
Ich brauche Mana. Nee, den fühle ich nicht so doll. Nee, ehrlich gesagt, ich greife einfach nur an. Es geht einfach nur rein. Einfach nur. 2-2. 2-2, ja. Direkter Angriff, Rainer. Einfach rein. 2 Schaden. Da würde ich ja sagen, Luft gut und du bist dran. Ey, sorry, aber ich ziehe keinen Mana. Ich muss schon wieder eine Karte abwerfen. Ja, dann verpiss ich hier, Alter. Ich kann was nicht ist spielen. Denn los? Lukas hat mein Deck gemischt und auch zusammengestellt. Was sitzt du denn da so mit verschränkelnden Armen? Ich kann nicht spielen. Was ist denn da? Mach weiter. Ich will ja. So. Ah. Ach nee. Ein Gebirge. Na, oh, ich muss ja antippen, Entschuldigung. Na, da habe ich jetzt 1 und 2 und 3 und 4 und 5. Was können wir denn dafür schönes kaufen? Oh nein, den leider nicht. Ich meine, du hast ja den Luxus, dass du dir deine Karten sogar noch durchlesen kannst, weil du könntest sie ja actually bezahlen. Ich glaube, die billigste Karte, die ich auf der Hand habe, zugeben, kostet 4 Mana. Ich kann nur 2 Karten bei mir bezahlen, Stadiert. Aber ich mache jetzt übrigens auch einfach leider nur Folgendes, weil ich mag das noch nicht spielen. Ich greife einfach erstmal nur wieder an und ich mache einfach nur 2 Schaden und es geht weiter runter. Und du bist auch wie viel habe ich denn dran. Jetzt noch? Du wärst bei 11, laut meiner Kalkulation. Ich nehme das so. Ich glaub das nicht. Ich hab mal endlich verfickt nochmal einen Wald. Sehr gut. Kann jetzt ich was ja damit machen? Ja, das wird dir nicht gefallen. Was kommt denn jetzt? Ein 3-3-Typ. Und immer, wenn ich einen Artefakt baller, kriegt der Typ einen plus 1, plus 0 Marke bis zum Ende des Zuges. Ja, liest du deinen Spontanzauber mal durch, den du vielleicht gleich machen möchtest, aber lass mir doch einfach mal die Genugtuung, eine Karte gespielt zu haben. Lass es. Lukas, ist die Genugtuung jetzt schon aus oder kann ich jetzt den Spontanzauber schon spielen? Ja, du kannst ihn spielen. Jo, ja, kannst du theoretisch jetzt noch machen. Ja, dann. Die Hülle heiß machen. Die Hülle heiß machen fügt einer Kreatur oder einem Planeswalker deiner Wahl 5 Schadenspunkte zu und dem Beherrscher jener bleibenden Karte 2. Machen wir aber erstmal die 5. Ne? Auf die hier? Ja, das würde ich ja mal von ausgehen. Muss ich da alles tappen gerade? Natürlich musst du alles tappen. Ja, ich sehe es ja gerade. 3 und 2. Entschuldigung. Ja. Ich bin eine Alge im Meer. Mir geht es gut. Ich bin vitaminreich. Wer ist dran? Du. Ach, ich. Das ist ja ein Versehen. Entschuldige bitte. Und hopp. Ach nee! Achso, ich muss ja erstmal alles antappen. Da bin ich ja doof. Also im nächsten Zug würde ich darauf bestehen, dass er das danach nicht nochmal machen darf. Ich spiele noch einen Sumpf. Das ist schwierig für mich noch irgendwie. Und dann würde ich auch mal sagen, spiele ich eine Artefaktkreatur, einen Drachen, den Drachen des Handwerks. Der ist fliegend. Artefaktkreaturen, die du kontrollierst, erhalten plus 1, plus 0 bis zum Ende des Zuges. Naja, kostet natürlich jetzt 6. 4-4, aber der hat keine Eile. 4-4, der hat keine Eile, deswegen kann er diese Runde nicht eingreifen. Aber die gute 2, die wird wieder Damage machen. Und deswegen rein und 2. Was ist er eigentlich? Greifst du mit dem aus Prinzip nicht das an? Ist tatsächlich ein Stein, mit dem du ein farbloses Mana machen kannst, um damit alles außer Zauber oder ja, alles außer Nicht-Artefakt-Zauber zu spielen. Ist eine kann ich Artefakt-Kreaturen also, spielen? Du hättest damit theoretisch Drachen bezahlen können und dann hättest du noch ein rotes Mana offen gehabt, um Artefakt-Kreaturen 1-0 zu geben. Aber hast ja keine anderen Artefakt-Kreaturen. Nee, alles gut, alles daher. Gut. Okay, alles fein. Das hätte aber jetzt gar nicht. Wenn da kein Mana drin ist, ich gehe sofort. Ja. Das verstehe ich. Also möchte ich nur sagen, so, da kannst du ja alleine streamen. Ist keine Mana. Ist kein Mana. Ist kein Mana. Ich muss auch wieder einen abwerfen, so, das ist einfach richtig. Warte. Aber du denkst, ich bin dumm. Oh. Ich kann was spielen. Na, was denn Schönes? Ich kann Prototyp machen. Ich kann die Rodungsmaschine casten. Die hat 1-3. Und die Fähigkeit, wenn ich sie tappe, kriege ich Wald in Höhe ihrer Stärke. Oh. Das heißt, wenn ich sie jetzt tappen würde, hätte ich noch einen Mana, was mir nicht wirklich was bringt. Abgesehen davon hat sie ja
Verzögerungen, dadurch, dass also du kannst sie nicht, wenn du sie gespielt hast, direkt tappen. Außer sie hätte Eile, dann ginge das. Ja, hätte ich ja jetzt sowieso nicht gemacht. Also die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Wie viel Leben habe ich noch? 7. Das ist nicht viel. Oh, oh. Ja, dann freue ich mich ja auf den nächsten Zug, muss ich sagen. Yippie! So, denn einmal hier erstmal alles ein bisschen. Das ist ja richtig beschissen, muss ich sagen. Nee, ich finde das gut so. Nee, den, wenn das ein Mana ist, dann wirklich, dann kotze ich. Ich schreie wie ein Schwein. Was ist die Scheiße? Nein! Ensemblein! Oh, und da, jetzt habe ich ja seit Anfang an, da ist es ja jetzt immer Zeit für die Verleih-Drachenmaschine, die kostet nämlich 8. Habe ich jetzt ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die hat 5, mach dir keine Sorgen. Ist fliegend und hat auch noch eine Prototypfähigkeit. Du kannst diesen Zauberspruch mit anderen Mana-Kosten, Farben und anderen Größen wirken. Er behält seine Fähigkeiten und Typen. Der Zauberspruch würde 1-3 machen. Den kann ich jederzeit noch spielen, aber natürlich jetzt nicht diese Runde. Das ist Quatsch. Du kannst das Ding entweder für die 8 Mana spielen, dann ist es halt die 5-5 Kreatur. Ach, natürlich. Oder für die Prototypkosten, naja, dann wäre es ja die 1-3 Kreatur. Ich habe mich ja entschieden. Ja. Wie dem auch sei, ich würde jetzt gigantische 6 Schaden zufügen. Dann habe ich noch einen Lebenspunkt. Das ist durchaus korrekt. Und an dem werde ich mich klammern. Fest werde ich mich ganz dran kurz, klammern. Ganz kurz Rückfrage an die Casting-Ecke. Wie viel Leben habe ich noch? Ich habe die Übersicht verloren. Du hast 20. Ach, 20 sind es. Wenn hier kein Mana ist, weiß ich, wie sehr ich Hilfe geben soll, weil theoretisch... Mana! Ich weiß nicht, ob du überhaupt noch gewinnen kannst. Ich kann noch gewinnen. Also... Ich weiß nicht. Schenkst du mir 2 Mana? Nein. Naja, dann. Ich erinnere mich, dass das mal so war, dass du mir mal gesagt hast, dass das... Weißt du was, du kannst eine Karte mehr ziehen. Zieh eine Karte mehr. Das würde keine Rolle spielen. Siehst du? Spielt keine Rolle. Kann ich noch eine Karte ziehen? Na klar. Zieh noch eine Karte. Ich leg dir auch Zieh noch eine Karte. Spielt aber auch keine Rolle. Ach doch, guck mal. Okay. Darf ich noch eine Karte ziehen? Nein. Gut, dann tapp ich den. Krieg einen Wald, tapp das, spiele Titanias Befehl und darf 2 Sachen bestimmen. Wie bestimmen? Ich lese nur das vor, was ich mache. Schicke den Friedhof eines Spielers deiner Wahl, ich, ins Exil. Du erhältst für jede Karte, die auf diese Weise ins Exil geschickt wurde, einen Lebenspunkt dazu. So, jetzt gehen wir erstmal einmal durch, was ich habe. Ich habe 3. Nee, ich mache ja meinen. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ich hätte gern schon mal 6 Lebenspunkte mehr, womit geil, ich wieder ja bei 7 bin. Ist. Sinn drauf. Geht ja weiter. Fliegen die alle? Nein. Wer fliegt von den Wichsern? Greifst du gleich mit einem nicht an? Nein, ich greife mit allen an. Das wären theoretisch 11 Schaden. Nein, das ist halt schwierig. Ich glaube, ich habe verloren. Ich glaube, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Habe ich noch irgendwas? Ich wollte immer mal so locken quasi. Scheiße. Nee, ich habe sogar 2-mal noch mal mehr gespielt. Erzeuge 2 grüne Bär-Kreaturenspielsteine. Habe ich jetzt hier großartig gemacht. Die sind nicht fliegend, möchte ich an der Stelle nur sagen. Die fliegen nicht. Oh, oh. Aber ein Ehrenmann würde ja nie angreifen. Du bidi 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 bidi. Weißt du, ich habe lange auf diesen Moment gewartet. Ich kann es ja nicht verübeln. Oh, ich glaube, wenn ich eine Runde mehr gehabt hätte, ab jetzt. Ich spiele eine Hexerei. Ja. Grauenhafte Erkenntnis. du ziehst 2 Karten und verlierst 2 Lebenspunkte. Das gehe ich ein, dieses Risiko. Ich meine, dann hast du ja nur noch 18. Was willst du mit den ganzen Lebenspunkten überhaupt machen? Oh. Und jetzt? Hast du noch mehr Mana? Wenn du noch mehr Mana hast. Oh, das sind ja noch 5. Dann spiele ich noch Mishras Juggernaut. Das ist auch eine Artefaktkreatur. Ne? Damit hier auch alles ein bisschen dummer wird. Verursacht Trampelschaden. Mishras Juggernaut greift in jedem Kampf an, falls möglich. So, und dann greife ich mit 1, 2, 3 an und würde theoretisch aber erstmal gucken. Achso, der kann ja noch gar nicht angreifen. Das ist ja Quatsch. Ja. Nee, dann warte ich noch eine Runde, weil ich voll im Öre angreifen möchte. Ja, wirklich? Möchte. Ich warte noch eine Runde. Ja, ich warte. Das ist keine gute Idee, das aber ist eine super jetzt Idee. Hast du jetzt schon gecallt. Lukas, was hältst du von dieser Idee? Man kann es sich auch schwieriger machen als nötig. Nein, der macht Trampelschaden, das ist alles gut. Okay. Erklär mal den Leuten, was Trampelschaden ist. Trampelschaden bedeutet, dass wenn Malte zum Beispiel mit einem Bären blockt, der nur 2 Stärke und 2 Lebenspunkte quasi hat,
dass Mishras Juggernaut dann noch 3 Schaden an Malte selber machen würde, weil der ja 5 Stärke hat und damit 3 mehr Stärke als der Bär Leben hat. Korrekt. Der ballert einfach durch. Der kennt keinen Morgen. Jo. Kacke, Alter. Das ist alles unendlich teuer. Das ist einfach, dass ich habe wirklich ganz viel schlechte Artefaktkreaturen. Das ist ja... Es ist ein Spontanzauber. Das ist ja ziemlich witzig, muss ich sagen. Okay. Das heißt, das hebe ich mir auf. Oh ja. Und dann? Das ist schön. Und schön. Hebst dir auf. Ach, ich muss mal überlegen, ob das klug ist, was ich tue. Ich glaube, das kann ich nicht machen. Ich muss überlegen. Oh mein Gott. Wie viel Leben habe ich? 7. Nee, das überlebe ich ja überhaupt nicht, ne? Ich bin ein Champion. 7? Keine Zeit für den Verlierer. Ja, ich bin ein Champion. Oh mein Gott. Sein. Der Pokal ist mein. Okay. Das ist fein. Ja, bitte, entschuldigen bitte. Ich war schon ein bisschen abgedriftet. Ja. Wann darf ich immer Spontanzauber machen? Quasi jedes Mal, sobald du Priorität hast. Also immer, wenn Nico irgendwas macht, darfst du theoretisch darauf reagieren. Wenn Nico sagt, okay, ich möchte jetzt angreifen, darfst du darauf reagieren. Ich sage nur, ich habe einen Spontanzauber für gleich. Das heißt, wir würden eine Runde länger spielen. Du müsstest also in der nächsten Runde auch einfach nicht angreifen. Das würde dasselbe Ergebnis haben. Ich habe auch einen Spontanzauber, womit ich dir 10 Schaden machen kann gleich. Ja, mach mal. Stimmt, ich hab gelogen. Hab ich nie. Schade. Wäre lustig gewesen. Ja, also ich würde jetzt dir tatsächlich den Zug so lassen. Ja, das ist ja freundlich. Ich habe immer noch 2-2-2er hier, ne? Ja, ja, ja. Und einen 1-3er. Und einen 1-3er. Das stimmt. Ja, dann ziehe ich jetzt eine Karte. Mhm. Das läuft überhaupt nicht gut für mich. Das ist richtig beschissen. Nee, die, das ist alles fein. So, wo waren wir denn gerade? Ach so, wir waren bei mir. Und ich würde jetzt mal Folgendes spielen. Mach mal kein Damage über Spontanzauber, okay, sei mal ehre. Dann spiele ich Mishras Befehl. Bestimme 2. Bestimme einen Spieler deiner Wahl, du. Mhm. Er kann bis zu x Karten abwerfen, dann zieht er für jede auf diese Weise abgeworfene Karte eine Karte. Oder... Dieser Zauberspruch fügt einer Kreatur deiner Wahl x Schadenspunkte zu. Mach ich natürlich nicht. Oder natürlich, dieser Zauberspruch fügt einem Planeswalker deiner Wahl Schaden x zu. Bringt mir nichts. Und eine Kreatur deiner Wahl erhält plus x plus 0 und Eile bis zum Ende des Zuges. Ich habe ja hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich würde auch einfach sagen, weil ich ja die Wahl habe. Ich weiß, es ist rot. Ja, vor allem das, also den Kraftstein darfst du dafür nicht benutzen. Dann ist das jetzt 4, ne? Weil ich darf nur Gebirge dafür spielen. Ich werde 4 Gebirge tappen. Ja. Und damit musst du 4 Karten abwerfen, darfst aber auch 4 neue ziehen. 3. So. Weil du musst ja ein Gebirge, also ein rotes Mana musst du sowieso zahlen, dann noch X. Ah, du hast ja natürlich wenn recht. Wenn du 4 Mana tappst, wäre X 3. Warte mal, aber X, die X sind aber, da dürfte ich jetzt tatsächlich doch noch mehr reinschmeißen. Du kannst auch das schwarze Mana dafür reinschmeißen. Entschuldigung, ja. Dann sind es natürlich 7. Ich muss... Nein. Wie viele... 6. Du musst 6 Karten abschmeißen. 6 Karten abschmeißen. Darfst aber auch 6 neu ziehen. Das ist Kacke. Du darfst. Ich muss es nicht machen. Bis zu 6 Karten abwerfen. Und darfst das heißt, dann neu ziehen. Ich muss es gar nicht machen. Nö. Ich kann jetzt einfach sagen, ich will einfach 2 Karten machen. Genau. Lass mich behalten. Hä? Das ist ja nett von dir, danke. Aber bestimme einen Spieler deiner Wahl, er kann. Oh, er kann! Ja, dann schmeiß ich den ab. Dann hätte ich ja mich selber wählen sollen. Ja, das stimmt. Oh nein! Ich hab dir geholfen! Dann das abschmeißen. Das Gute ist, aber ich darf jetzt 2 wählen. Und das zweite auch? Ist ja, eine meiner Kreaturen kriegt jetzt ja plus 6. Dann würde ich... Und Eile. Ja. ich habe jetzt, wie viele Karten? 3 Karten habe ich abgeschmissen. Mhm. Dann würde ich jetzt auch 3 Karten ziehen, ja? Mhm. Oh. 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 So. Den darf ich jetzt machen, ja, trotzdem. Ich würde ja trotzdem noch angreifen. Was wirklich? Ja? Ja, ich greife an. Ich greife an mit allem.
wirklich mit allem, was ich habe. Und ich habe ja noch eine plus 6. Man muss erstmal sagen, wer die plus 6 kriegt. Ja, die plus 6 kriegt einfach heute mal die Drachenmaschine. Die hat dann 11. Ich würde gerne Spontanzauber casten. Na bitte. Ich tappe erstmal meinen Mana. Ursas Zurückweisung. Bestimme 1, neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl, interessiert uns nicht, oder tappe bis zu 2 Kreaturen deiner Wahl. Ich würde jetzt gerne zwei Kreatur 6 gegeben. Tappen. Ich würde gerne die tappen. Natürlich, weil die 11 gemacht hätte. Hat der 5-3? Mhm. Und dann würde ich gerne... Ja, jetzt musst du ihn tappen, sonst ist Quatsch. Du hast doch 7 Punkte, 7 Lebenspunkte. Ja, aber der hat halt Trampelschaden. Ja, aber du musst ihn ja tappen, wenn er tappt. Ja, aber ich könnte ihn tappen, weil ja, dann macht der, nämlich, der macht halt 3 Schaden, wenn ich ihn blocke. Ach, du hast ja noch, Entschuldigung, du hast ja noch kreaturentechnisch. Ja, mein Fehler. Das heißt, ich tappe ihn. Und dann würde ich mit dem 1-3er, weil das ist ein 1-3er, überhaupt gar nichts machen, sondern ich blocke mit meinem 2-2er Bärenstein den. Das heißt, die sind futsch. Und mit dem anderen den. Was hat der? Auch 2-2, ist okay. Derselbe Stein quasi. Und dann kriege ich davon 2 Damage. 3 Damage. Ja, cool. Stimmt, ja. Weil der 5. Genau, und dann stehst du noch bei 4 und meine Runde wäre beendet. Aber, Alter, ich bin hier noch da. Auf deine Gunst angewiesen, muss ich sagen. Der Chat sagt, mag das gar nicht, was da passiert. Das wird laufen, sagst du? Das ist auch richtig. Also mir geht's gerade nicht mehr gut. Ausgezeichnet. Oh, das ist... Danke, ich sehe hier ganz viel Liebe in den Chat für mich. Ist das so? Super. Ja, die Leute sind tatsächlich überrascht, dass ich gewinne. Also einer ist überrascht. Der Rest, okay, ich muss einmal kurz nachrechnen. 4. Scheiße. Ich habe nicht genug Mana, immer noch nicht. Also selbst mit deiner Freundlichkeit, nenne ich es mal, kann ich nichts mehr tun. Ich meine, wenn die beiden wenigstens nicht fliegen würden, so, das wäre es ja jetzt. Das heißt, den kann ich vergessen. Also wann darf ich eine Hexerei machen? Darf ich nur in meinem Zug machen? In deinen Hauptphasen jeweils. Und eine Hexerei kann ich nur auf meine Kreaturen machen? Das kommt drauf an, was da drauf steht. Eine Kreatur deiner Wahl? Dann auf jede, auch auf die von Nico. Und wenn die aber getappt sind, dann können die nicht nochmal angreifen, ne? Die enttappen ja wieder am Anfang von Nikos Zug, außer auf der Karte steht, dass bis zum Ende des Zuges stehen. Sie kämpft gegen eine Kreatur deiner Wahl, die du nicht kontrollierst. Was bedeutet das für mich? Kann ich das auf eine Kreatur von ihm casten und die müssen gegeneinander kämpfen? Weil das wäre sehr lustig. Also wenn da steht, dass du das auf irgendeine Kreatur casten kannst und dann auf eine Kreatur, die du nicht kontrollierst, kannst du theoretisch auch mit dem ersten eine Kreatur von Nico wählen. Und mit dem zweiten musst du eine von Nico wählen. Sieht sich das noch so? Aber ich war so nett. Lies mal bitte genau vor, damit ich das sagen kann. Oh mein Gott, ich kann ja auch die Karte sagen. Ja, oder epische das. Konfrontation. Eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Oh. Aha. Das ist aber so, dann kannst du das nur auf eine von dir stimmt, und auf eine von Nico. Eine Kreatur deiner Wahl, ja, das ist natürlich doof. Aber kann er dann, muss er gegen mich kämpfen oder muss ich gegen ihn kämpfen? Die beiden Kreaturen kämpfen gegeneinander. Also immer. Eine, die du kontrollierst und die er kontrolliert und die beiden kämpfen dann gegeneinander. Ich weiß aber nicht, du darfst dann sagen, welche von ihm zum Beispiel. Weil der keinen Trampelschaden hat. Und dann muss der, was ist, wenn der fliegend ist? Ja, das ist egal, dann kämpfen die trotzdem gegeneinander. Das ist ja richtig, das ist doch dumm. Hä? Das ist toll. Naja, egal, das wird auch hier nichts mehr. Das wird halt, also die Sache ist, es bringt mir halt gar nichts. Also egal, was du gesagt hast, Lukas, es bringt mir nichts. Ich habe irgendwie mit mehr Hilfe hier... Ja, sorry. Ja. Da, es ist ein Weihnachtswunder. Ich gewinne und das läuft alles nach Plan. Ich freue mich, es warte mal, ist super toll. Dubi-day, du-dubi-dub. Na? Jetzt falsch rumgecastet, aber macht auch keinen Unterschied. Oh.
ist es eine 2-5 und wenn, wenn der angreift, dann kriegt irgendeine Kreatur meiner Wahl bis zum Ende des Zuges plus x plus 0, wobei x die Stärke von dem ist, also aktuell 2. Ich bin noch nicht so weit, ich bin noch nicht bereit zu verlieren. Ach, soll ich mal dein Mikrofon fixen? Das hängt das um. Ja, mach du das mal. Ah, das ist wirklich, also ich hätte gewinnen können. Huch, jetzt ist das Öhrchen rausgefallen, das kann ich gar nicht. Naja, höre ich mich selber nicht. Also der kann ja fliegen, ne? Aber würdest du noch eine Runde nicht angreifen? Nee. Nee, jetzt vorbei. Gönnerhaft. Oder was sagt Lukas? Ich höre ganz kurz mal rüber. Also, wenn du jetzt weiter nicht angreifst, wird es tatsächlich doch langsam irgendwie knapp, dass Malte sich doch noch stabilisiert. So, und ich möchte diesen Pokal haben. Ich sag dir mal. Ich hab ja noch eine. Ich hab ja noch einen. So, dann würde ich jetzt die Hexerei noch machen, die epische Konfrontation. Na, gönn dir! Jetzt muss ich mal kurz klug sein. 2-5. Der hat 11 irgendwas, ne? Mhm. Nee, nicht mehr, das war in Nikos. Nee, der ist jetzt wieder 5-5. Der steht wieder 5-5. Das war bis zum Ende des Zuges von Nico. Das war nur temporär. Okay, ich gebe das trotzdem ihm. Und ich möchte, dass der gegen den Eisenmagen-Brechmaschinen-Dude. Weil der 4-6 kämpft, steht. Weil der 2-5 hat. Ich habe den für Produktion. Ach so, entschuldige. Klasse. Ja, okay. Ja. Ja, aber dann. Hä? Ja, ich möchte, dass er das macht. Ich möchte das so. Akzeptier das doch einfach mal. Ist das nicht eine Hexerei? Ja, natürlich stirbt er technisch gesehen jetzt in der nächsten Runde. Aber das bleibt die Hexerei nicht auf dem Feld? Nein. Ja, das ist ja doof. Passiert aber. Also die kämpfen gegeneinander, dann macht Nikos Kreatur deiner 5 Schaden. Nee, dann möchte ich das auch. Du machst seiner 3 Schaden. Ich bin dumm. Ja, dann habe ich natürlich das auf die, Nö, Alter, dann bin ich ja jetzt im Arsch. Dann ist er jetzt tot. Oder nicht? Naja, wer ist... Nee. Also, wer soll tot sein? Warte mal. Okay, ich möchte das noch einmal... Ich habe das falsch verstanden. Ja. Das wäre also klüger gewesen, das hier drauf zu machen, korrekt? Naja, du hast den ja als 2-5 gespielt. Als 2-5? Genau, das heißt, er hat 2 Stärke. Ja, das heißt... So, wenn du jetzt dann die ewige Konfrontation drauf spielst, kriegt der plus 1, plus 2. Das heißt, er macht meinen Platz und meiner Stärke. Ist weg? Nee, das wollte ich nicht. Nee, die hauen sich aber gegenseitig, nichts passiert, weil deiner genug Leben hat, wenigstens. Ja, dann, ja, das ist genau so, wie wir das wollten. Du machst auch keinen Kaputt. Das, ja, natürlich. Ich glaube, Lukas hat nicht recht. Gut, bin ich jetzt dran? Greif mal nicht an. Nein, Sir, kann ich habe noch einen Spontanzauber. Ja, machen wir gleich. Dann guck mal, wie viel. Also, du hast ja 4 Mana getappt, um den als 2-5er zu spielen. Das ist gerade alle Mana, alle Länder irgendwie da getappt bei dir, Malte. Geh mal vernünftig hin. Nee, die sind nicht enttappt. Ja, aber du hast doch da irgendwie 6 Mana liegen, oder wie viel? Ja. Ja, und du hast doch nur 4 davon benutzt. So. Oder hast du den Zauber jetzt gespielt? So, jetzt, ja. Ach so, nee, wenn ich den nicht gespielt habe, habe ich noch 2 Mana. Genau. Aber das bringt mir überhaupt nichts. Das weiß ich ja nicht. So. Wenn ich den nicht gespielt hätte, hätte ich noch eine Figur gespielt. Noch eine Kreatur. Ich habe den gespielt. So, ich mach jetzt folgendes. Nicht angreifen. Ich spiele jetzt. Der Chat hat sich das gewünscht, dass du nicht angreifst. Der schrottgebastelte Wüterich. Sag mal, hör doch mal auf. Wo kommen diese Kreaturen alle her? Ziehst du eine Karte und verlierst einen Lebenspunkt. Das mache ich gerne. Hat Ursa sich das aus dem Po gezogen, oder was? Nehme ich. Nee, der ist von Mishra. Ja, sag ich doch. Da darf ich darf eine Karte ziehen und verliere einen Lebenspunkt. Das habe ich verstanden. Huch. Greif mal nicht an. Okay. Dann spiele ich. Greif mal nicht an mit den Fliegenden. Überwältigende Reue. Ja. Dieser Kreaturzauber kostet beim Wirken für jede Kreaturkarte in deinem Friedhof ein weniger. Jo, also nichts. Das wird nichts kosten. Schicke eine du hast Kreatur. 5 Mana. 5 Kreaturen da drin. Ja. 5. Du hast 5 Kreaturen im Friedhof, Nico. Eine Kreatur. Und das 2. Und dann tapp mal bitte Mana. Ja, das heißt, er kostet 2 weniger, also immer noch ein Schwarz und 2 Farblose. Mhm. Da, du, jetzt versuchst du auch noch so, auf den letzten Meter. So, und ich schicke eine Kreatur ins Exil. Dann schick mal den. Ich schicke den ins Exil. Warum denn den? Weg! Warum? Weg, du gewinnst weg. Doch eh. Nein, ich gewinne noch gar nicht. Weg. Welchen so. Jetzt? Den? Ja. Den? Weg. Ja, der soll weg. Dann ist er weg. Ins Exil, nicht in den Friedhof. In Sexy. Entschuldigung. Das wusste ich nicht. So, und jetzt spiele ich noch das nagende Ungeziefer als zusätzliche Monsterkarte. Kann ich noch nicht spielen, weil ich habe einen Dings zu wenig. Deswegen würde ich jetzt allerdings einfach mir mal mich entscheiden.
dass ich. Ich habe ja noch ein Gebirge. Ja. Artefaktkreaturen, die du kontrollierst, erhalten plus 1 bis zum Ende jedes Zuges. Das natürlich ist die Fähigkeit von dem Drachen. Das würde ich auch einfach mal spielen. Aha. Artefaktkreatur ist er und er. Aha. Das ist ja ungünstig. Haben dann alle plus 1, 0. Und ich greife volle Möhre an. Mit 3, mit 6, mit 5, mit 6. Das sind 12. Das sind 13, 15. Das sind 20 Schaden. Wie viel Leben habe ich nochmal, Regie? 4. 20, ich greife mit 20 an. Attacke! Ich hab 24. Attacke! Komm rüber! Da fällt mir ein, wir hätten übrigens auch noch spannende Battle-Musik im Hintergrund gehabt, aber die war gar nicht nötig. Nee, das war schon spannend genug, hast recht. Es war richtig spannend zu sehen, wie ich kein Mana ziehe. Na, ich will ja nicht so sein. Also du hast ja das Beste auch gemacht. So. Da ist er, da sind wir. Wir sind vereint, mein kleiner Pokal. Ich würde es dir gönnen, aber das Problem ist, wenn es gibt halt schlechte Verlierer, ich, aber es gibt halt auch schlechte Gewinner. Du bist nicht so gut wie ich. Ich bin besser als du. Ich bin der beste Magic-Spieler auf dem Planeten. Schubidum. Schubidum. Es ist wirklich der große, gib mir deine Haare. Ich hab deine Haare verdient. Die gehört mir jetzt auch. Ja, ganz arm. Ich gehört mir jetzt alles. Ich nehm die auch. So. Das sind meine, die brauche ich nicht. Ich will deine Haare haben. Aha! Ich weiß was, ich nehme meine auch noch. Weil ich habe so eindeutig gewonnen. Du hast einfach so ein großes Gehirn, das musst du erstmal abdecken. Wo sind die anderen Haare von dir? Weiß ich nicht, ich habe die weggeschmissen. Vielleicht kommt die ja mysteriös angeflogen. Ich finde es auch gut, ich bin einfach so in Nebel gehüllt, damit man meine Tränen nicht sehen kann. Jetzt hör doch auf, hier reinzuschalten. Schau an, wie hoch meine Haare sind. So. Ja, aber ich werde für immer da auf diesen Tag zurückblicken und wissen, dass ich dich im Carrera abgezogen habe. Das ist ja egal, weil ich gewinne ja. Also ja, ich habe die endgültige Wonne gewonnen. Du hast ja, der Wanderpokal wandert okay zum ersten Pass Mal. Pass auf, weißt du was? Ich mache jetzt Folgendes. Ja? Ich ziehe ihm alle Haare ab und Folgendes passiert jetzt. Nee, mach mal wieder auf. Nein, hier mir du hast nicht besser gewonnen. Hier mir aus. Ja. Lass deine Karten zu liegen. Lass die Karten zu liegen. Ich mache jetzt Folgendes. Hör mir zu. Pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Nein! Hör mir zu! Nein, nicht mischen. Nein, hör mir zu. Was ist jetzt? Ich verteidige diesen Pokal jetzt. Und zwar natürlich auf die. Ja, jetzt kommt nämlich direkt die Verteidigung. Weil hier wird nämlich gespielt. Das ist ein Glücksfall. Und Lukas da hinten glaubt es auch noch nicht. Wir machen aber jetzt Folgendes: Blitzmagic. Nicht mal das. Du darfst jetzt links oder rechts eine Karte ziehen. Und dann darf ich links oder rechts eine Karte ziehen. Und der die höhere Kreatur zieht. Es gilt aber, die ersten Kreaturen, die jeder zieht, kämpfen gegeneinander. Und das entscheidet. Das ist direkt. Einen Wald. Ja, dann darfst du nochmal links oder rechts ziehen. Okay, eine 1-3. Das werde ich wohl gewinnen. Wieso ziehst denn du jetzt aus meinem Ding? Was? Das macht doch gar keinen Sinn. 3-3. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen, er ist verteidigt! Das ist natürlich auch viel weniger Glück als alles andere. Nee, stimmt. Also das war kein Glück. Ich habe... Ja, auch! Ich habe Magic... Doch, das hast du verdient. Also, die Sache ist, ich würde es dir halt wirklich gerne gönnen. Weißt du was? Ich würde es dir gerne gönnen. Ich verteidige nochmal. Alle guten Dinge sind drei, weil dann, weil ich hier miaut. Warte, ich muss kurz näher an die B-Camp gehen, weil niemand sieht das. Weil, wenn ich jetzt nochmal gewinne, bin ich technisch gesehen in Führung und könnte mich, wenn ich wollen würde, als ungeschlagener Magic Master zurückziehen. Das stimmt nicht. Alles klar. Kann ich dann die Karte nehmen? Nein. Also jetzt kommt nämlich, weil es steht jetzt im offiziellen Ranking 2-2. Dann möchte ich aber von deinem Stapel ziehen. Ja, das machen wir auch. Und ich möchte, dass du anfängst. Und ich möchte, dass du von unten ziehst. Du ziehst von unten, ich zieh von oben. Du ziehst von unten. Nein, das ist doch egal. Weißt du was? Ich bin so siegessicher, dass wir sagen, von wo ich ziehe. Du ziehst den hier aber unten. Wahrscheinlich wird das jetzt trotzdem eine gute Kreatur. Du hast so viel Schwein heute. Sag mal, hast du... 2-1. Mal sag du mir, wo ich ziehen links soll. Um. Links oben. Ja. 2-1. Unentschieden. Gewonnen! Hä? Okay. Ja, gut, weiter geht's weiter. Es geht weiter.
Links? Rechts? Wo soll ich ziehen? Mir scheißegal. Ich möchte nach Hause. Ein Gebirge. Ich zieh nochmal links. Ein Gebirge. Ich zieh nochmal links. 2-3. Ich spiele 2-3 mit den unersättlichen Gigamaulwurf. Gigamaulwurf, 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 Gigamaulwurf. 2-3. Unentschieden. Okay, gewonnen. Geht's weiter. Nein. Es geht weiter. Das ist jetzt Ich will die Endrunde. Nein. Das sind wir nicht. Entschuldigung. Nicht gut. Ich hab doch schon verloren. Sumpf. Gebirge. Jetzt muss ich links wechseln. Kann es sein, dass in deinem Deck einfach 5 Kreaturen waren und die hattest du alle auf dem Deck, weil du einfach Schweineglück hast? Oh, 2-1! 5-3. Naja, das war ja eine tolle Idee von dir. Da ja, Glückwunsch an Malte dafür. Bist du ganz schön siegessicher gewesen. Ich akzeptiere. Ich habe alles verloren, was ich mir erkauft habe! Die Schreckensballista. 5-3 bedrohlich. Warum hast du das gemacht? Das fühlt sich nicht mehr an, als wäre es ein Sieg. Das ich will die Scheiße nicht. Nee, nicht sowas. Ich habe eine Idee. Nein, wir würfeln einmal. Wer höher gewürfelt hat, gewinnt wirklich. Schnick, Schnack, Schnuck. Schere, Stein, Papier. Es ist der gute alte Stein, der gewinnt immer. Ja. So, liebe Leute, das ist es. Und danach noch einmal, aber... Hase, Hase, Hase! Ah! Bist du blöd. Also jetzt kann ich, jetzt habe ich auch gewonnen. Ich akzeptiere das nicht. Okay, dann geht ich mal nehme an. Diesen Preis nicht dann an. Dann behalte ich ihn doch. Ja gut, dann steht es jetzt offiziell 5-3 für mich in dem offiziellen Ranking, weil du hast die letzten beiden Siege quasi abgegeben. Dann steht 4-2. Also zum Glück bin ich nicht derjenige, der sich mit Schwarz und Rot auf die Nase gemalt hat. Oh, ich bin das. Ja, also Magic hast du großartig gespielt. Und liebe Leute, wisst ihr, was geil ist? Nicht nur ich habe hier heute gewonnen. Ihr könnt auch noch... Ihr! Die Kamera wollen nicht alle. Ihr! Hat aber jemand was getweetet, sagst du? Ihr könnt nämlich auch noch was gewinnen. Wir haben nämlich coole Preise. Wir haben nämlich nicht nur die beiden Commander-Decks und unglaublich viele Booster, sondern auch noch 2 mega krasse Headsets von The Coon, die es von Magic direkt zu gewinnen gibt. Und alles, was ihr dazu tun musstet, ist halt einfach was Cooles zu twittern und @malternativ. Solche Kunstwerke beispielsweise posten. Nee, doch, das ist großartig. Doch, das geht. Guck mal, Nico mit C, Kritzel, Kratzel und ich bin einfach der Artist. Findest du das witzig? Ich würde sagen, der hätte was. Der hat für mich, der Daniel, hat gut gemacht. Oh, ich habe eine riesen Idee noch. Wie wir das noch auslosen, wer hier was kriegt. Wir brauchen 5 Gewinner, Malte. 5! Ich werde fair gewinnen, weil du nicht betrügst, oder? Nee, großartig, das ist nicht für euch. Was ist für mich? Daniel? Daniel kriegt ein Headset. Ist doch kein L. Kriegt ein Headset? Klar. Kriegt ein Headset. Nico mit CK, was ist das? Jetzt wird's widerlich. CK ist hier nicht erlaubt. Das ist ein Konsonant zu viel. Headset für Daniel, weiter geht's! Oh, Entschuldigung, wir haben noch ein Headset, ne? Wir haben noch ein Headset, ja? Daniel, wir kontaktieren dich über Twitter. Bitte schau, dass deine DMs offen sind. Fühl ich. Wenn man 3 Damage kriegt? Ja, ja. Das ist von Queenie. Queenie 973, da würde ich sagen. Geil. Mein Commander. Ursa! Bam. So, wenn jetzt noch Tweets reinflattern, ihr könnt auch was gewinnen. Einfach @malternativ. Noch habt ihr Chance. Letzte Chance. Wir ballern hier noch richtig viel raus. Ja. Wir haben hier auch noch immer noch unsere 30 Draft Booster. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich jemand von euch gewinnen soll. Und ein Commander und noch ein Headset. Ich lootiere alles. Ich brauche jetzt auch, also ich brauche noch Stuff, so, weil die Tweets, das ist schon ein bisschen peinlich, wie wenig da getweetet wird. Ne? Ansonsten haben wir noch ein Bild von unserem Lightning McQueen. Aber es ist eher so sein Bruder, ja. Weißt du? Warte, ich kann auch noch ranzoomen. Das ist hier, wir haben heute keine digitale... Ja, das war ein bisschen blöd. Keine digitale Social Wall, aber das hier. Das ist doch mal Schmacko, Alter. Richtig einen guten Moment auch rausgesucht, wo das mal im guten Licht sieht. Wir haben hier noch deinen halben Orgasmus beim Malen von Brawl Stars. Das war, glaube ich, der Erste, der auch was rausgeballert hat. Ja! Oh, Nico, der schlechte Gewinner, eine 2-2-Kreatur. Spiele ein MTG gegen Malte und gewinne danach, feiere dich ab, obwohl jeder weiß, dass du wieder verlierst. Der hat gewonnen! Wer ist das?
Tibor. Tibor, Grüße gehen raus quasi an den Discord. Den Namen kenne ich. Tibor kriegt einen Commander. Also Nico, der schlechte Gewinner. Tibor hat auch nicht mehr verdient als ein Commander. Da haben wir doch ein Headset. Dann haben wir doch ein Headset. Das heißt, Tibor kriegt aber das andere Commander. Der kriegt cool. Mishra. Mishra! Und wir haben noch ein Headset. Also wenn ich jetzt noch ein Power-Edit sehe aus diesem Stream, können wir einen Face-Swap kriegen? Das kriegt einer von euch schnell hin. Okay, der Erste, der einen Face-Swap macht und twittert, kriegt das zweite Headset. Okay, das ist das Gesicht. Und das ist der Körper. Mach mal irgendwie was Lustiges mit den Armen. Mit den Haaren? Mit den Armen. Ha, mir ist nichts eingefallen. Davon hätte ich gerne ein Edit. Geht das? Kriegt das jemand schnell hin? Die kriegen dafür ein 250-Euro-Headset. Was? Ich mach selber. Das habe ich noch keine gesagt. Ne? Ja, das ist teuer. Das kostet 250 Euro. Das ist geil. Ist das gut? Geilo. Ist das wirklich ja, gut, geilo. Kannst du auch an der PlayStation benutzen. Der Wahnsinn. Aber nie an der Xbox. Aber baller, baller. An der Switch kann man für eine Seite entscheiden. Der eine Bruder hat eine Xbox, der andere hat eine Playse. War das bei euch so? Ja, aber das war mega. Ich hatte Nintendo, mein Bruder hatte Sega. Damals noch. Ehe. Und mein anderer Bruder war der komische in der Familie, sagst du? Ja, ja, ja. Und der andere hatte einen Computer. Das war cool, man konnte einfach alles spielen. Ich will mein Face-Swap haben, Alter. Was muss man denn hier machen, damit die Leute was gewinnen wollen? Gewinne, 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 Geschenke! Der Hotbutton schlägt gleich zu beim nächsten, der Admal relativ auf Twitter markiert und ein Face-Swap mit Nico und mir aus diesem Stream postet. Denn wir sind Brüder, wir sehen uns sehr ähnlich. Man wird gar nicht sehen, was da passiert ist. Du hast einfach im Magic gewonnen. Ich fass das auch nicht. Ich bin echt schlecht gelaunt, weil ich kein. Ich bin nicht schlecht gelaunt, weil du gewonnen hast. Ich bin literally schlecht gelaunt, weil ich fünfmal hintereinander kein Mana gezogen habe. So schön. Ich bin. Ich bin eigentlich glücklich. So, wo ist der Face-Swap? Oh, ich glaube, die Leute brauchen dafür. Ich habe eine +4 UNO-Karte von jemandem bekommen. Aber gezeichnet. Also den. Ich. Wann? Nee, gerade. Hat halt gerade jemand gepostet. Aber das ist doch der Wahnsinn, oder? Das stimmt. Kamera, Kamera, Schwammerer. Das wird ganz schön bitter für dich. Das wird schwierig. Das wird schwierig. Das kann die so close? Ich glaube nicht. Ew, scheiße. Glaub nicht. Da, das könnte sie. Okay, bleib hier stehen. Das ist der Hammer. Aber es ist ja das falsche Franchise, du Idiot, Alter. Was soll das? Ich werd stinksauer. Tja, so ist es, so ist es, so ist es. Und last but not least übrigens nochmal der Reminder, ihr könnt noch 3 Gutscheincodes gewinnen für unseren Store, powerpaw.store. Kleiner Spoiler, nur noch einer ist verfügbar. Sind die anderen auch schon eingelöst? 2 sind schon weg. Haben sie schon eingelöst? 2 sind schon eingelöst. Haben sie es auch geschafft? Naja, die Bestellung, es wurden 2 Bestellungen aufgegeben mit 2 Codes. Weiß Gott welche. Okay, das heißt, wir haben noch einen Code, wo ein bisschen Fragezeichen an einer Stelle ist, statt einer Zahl. Ja. Und das ballern wir einfach mal in den Chat. Falls ihr aber auch einfach sagt, ach, ich brauche nichts zu gewinnen, ich hole mir selber was. Ja, es sind ja noch die Black Friday Deals bei Magic über Amazon. Alles, was ihr tun müsst, ist dafür wiederum den QR-Code, der hier aufgetaucht ist, scannen. Oh mein Gott. Und dann auf Amazon einfach mal rumsurfen und euch zum Beispiel die coole die Game Night Free for All kaufen oder einfach mal gönnen. Die ist wirklich für Familie und Freunde gedacht, die noch gar nicht Magic gespielt haben. 2 bis 5 Spieler, 30 Minuten ein Match. Ihr spielt wirklich gemeinsam, gleichzeitig. Es gibt Commander Decks, sind ja quasi ähnlich aufgebaut, da spielen auch mehrere Personen. Das stimmt. Und da könnt ihr es direkt, und die Regeln sind super easy, leicht zu lernen, aber danach, kleiner Spoiler, seid ihr Magic begeistert und werdet... Ja, ihr werdet halt süchtig. Ich muss auch an der Stelle nochmal... Die Decks sind übrigens auch fertig schon. Ich muss die Jumpstarts nochmal pluggen. Ich weiß, heute geht es nicht nur darum, aber mit den Dingern ist eure Magic-Sucht 2 Booster entfernt. Das stimmt. Beziehungsweise ein Doppelpack, weil da sind ja 2 Booster drin mit jeweils 20 Karten. Damit haben wir gerade gezockt. Und das sind ja offensichtlich auch gute Karten. Wenn man ein bisschen Scheißglück hat mit seinem Mana... Aber das hier ist es. Das fühle ich richtig toll, muss das ich muss sagen. Auch sein. Also das für alle cool. Leute, die sich denken, ja gut, ich würde mal wieder gerne oder ich würde mal gerne anfangen. Jumpstart kaufen. Regeln super easy, gar kein großes Problem. So, glaubst du, der Facebook ist da? Nee, ich glaube, dass die Leute richtig faul sind. Ich glaube, wir haben einfach zu viel von denen erwartet mal wieder. Das ist einfach, oder alle Leute sind auf Mastodon und versuchen mich da einfach wirklich ganz verzweifelt zu markieren. Ist das schon passiert? Weiß ich nicht, ich habe kein Mastodon, Alter. Ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht einfach kein Internet habe, aber es lädt auf jeden Fall nichts mehr rein. Naja.
Naja, das ist schlecht gelaufen, muss ich sagen. Ne? Das ist ja schlecht für der euch. Der Chat bebt. Der Chat. Haben wir den Chat noch? Natürlich haben wir den Chat noch. Weil ich muss sagen, also den Face-Swap wünsche ich mir wirklich noch. Der kann auch kacke aussehen. Tja, na, da haben Leute auch kein Twitter. Das ist natürlich ein wenig kompliziert. Oh. Aber. Oh, da sind aber welche dran. Da ist jemand. Tom Random ist dran. Der hat. Gib Gas. Es gibt 250 Euro Headset dafür. Ja. Du musst mal überlegen, so große Gewinnchancen hat man wirklich echt selten. Wenn du Lotto spielst, das ist einfach für den Arsch. Hier ist es einfach, wenn du es tust, du musst es nur tun, dann 100% Gewinnwahrscheinlichkeit. Das stimmt. Du brauchst nur Twitter und Facewap. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie bei einer Eröffnung von einem Möbelhaus, aber es ist auch niemand da gerade. Ja, erinnerst du dich? Komm, jetzt kann ich auch mal was raushauen. Wir hatten ja noch Zahlen. Erinnerst du dich an die eine, ich will keinen Namen nennen, aber erinnerst du dich an diese eine Aktion, wo wir für eine Kette irgendwo tief ins Land gefahren sind und es da hieß, ja, wir kündigen auch an, irgendwie Malde kommt heute und so. Und die haben das viel zu spät angekündigt und das war wirklich im tiefsten Land und es war einfach auch. Da war niemand. Drei, vier Leute waren da und wir mussten da 8 Stunden stehen. Die waren da, weil die sich eine Computermaus kaufen wollten. Die waren zufällig da. Die waren nicht weil die das da auf ihrer eigenen Webseite angekündigt haben. Sonst nirgends. Niemand konnte die das haben wissen. Das in der Zeitung angekündigt. Wirklich? War das die Zeitung? Wer? Ja, wirklich? Von euch liest Zeitung. Oh, stimmt. Und die hatten das an der Samstagszeitung und am Samstag war das auch. Das war wirklich, also das war ganz, am selben Tag. Das war das Dümmste, was ich jemals gesehen habe. So, da wird einfach mein Budget Gott, habe ich mich gelangweilt. Nee, das war auch ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Dagegen ist das sehr großartig. Ich behalte die Sachen sonst. Ja, das ist gar kein Problem. Also, Idahim hat auf jeden Fall gesagt, ja, gerade am Stream nebenbei schauen und EDH spielen, seit letzter Woche wieder seit Jahren MTG gespielt und hat ungefähr den krassesten Tisch der Welt geplagt. Heike guckt nicht hin, aber es macht nichts. Stellt euch einfach unseren Tisch vor, aber einen richtig wunderschönen. Man sieht da alles. Da ist ein Tisch. Das sieht das so. Hör auf. Hör auf. Nein, ich hab's gleich. Warte, es ist gleich soweit. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Das könnte ich eine Weile machen. Ja, da würde ich sagen, da hauen wir auch was raus. Oh! Da! Ah! Der Facebook ist da. Eins Pfitzi hat auf jeden Fall schon gewonnen. Ich möchte sagen, also der Face-Swap, das ist schon richtig scheiße, dass du dafür überhaupt was kriegst. Das ist wirklich die Maske mit Liebe gezogen, muss ich sagen. Egal, ist aber das es Headset? Ist genau das, was ich haben wollte. Und das ist das Headset, wir haben gesagt, wenn es jemand macht, 100% Gewinnchance, Alter. Das ist so wie du mit deinem scheiß vorgefertigten Deck, wo du die Karten wahrscheinlich noch so sortiert hast für deinen Zug. Ja, Party! Woo! Damit haben wir alles Wichtige gemacht. Korrekt! Damit ist das auch alles schon gewesen für heute. Ich sag's, wie es ist. Ich würde jetzt gerne sagen, das hat Spaß gemacht, einen Bruder zu haben, aber ich wünsche mir ehrlich gesagt, das nicht. Oh Gott. Hier bin ich wieder! Na, war die Illusion perfekt? Du wusstest. Oh Mann, ich muss zum Friseur. Du wusstest ja gar nicht, wer ich bin. Ich war's die ganze Zeit. Nico! Schock, schwere Not. Potzblitz! Der Nico mit C oder der mit K? Der mit K! Oh, den kenne ich. Oh. Ja. Das ist nämlich der große Twist in den Livestream gewesen. Ich war's. Die ganze Zeit. Gut. Das war gut. War ein lustiger Scherz von dir. Liebe Leute, ich würde sagen, wir beenden diesen Stream noch einmal mit dieser Ehre, wem Ehre gebührt, mit der wunderschönen Mats von Herumkommandiert. Ja. Die haben nämlich nochmal erklärt, was die Lore von Brothers War war, ist und bleibt. Und mit der verabschieden wir euch heute. Oh mein Gott, du weißt, dass es da um Zeitreisen geht und alles, was du gesagt hast, trotzdem Sinn ergeben hat, ne? Ja! Geil. In diesem Sinne. Gute Nacht! Tschüss. Ich hab gewonnen, das ist mein Pokal. Das hat niemand mitbekommen. Macht euch bereit für das epischste aller Duelle in der Geschichte von Magic. Nicht das. Eine Story, für die wir weit in die Vergangenheit reisen müssen. Genauer gesagt, in genau das Jahr, in das man reisen muss, um die Geschichte zu erzählen. Sonst wäre die Geschichte nicht spannend. Duh. Roads? Where we're going, we don't need roads. 2 Brüder. Ein Ziel. Jeder will dem anderen sein buntes Steinchen wegnehmen. Lernt Urza, den meisterhaften Tüftler, kennen. K.
Keine Erfindung ist ihm zu komplex. Egal ob Ornithopter, Mac oder ne nice Brille. Der Typ baut dir alles. Mishra, Urzas kleiner Bro. Der hat's eher so mit Drachen. Und Phyrexianer. Also, aber das ist eine andere Geschichte. Seid gefasst auf einen Kampf, der die Welt von Magic the Gathering für immer verändern wird. Also buchstäblich, weil Urza am Ende mit Hilfe eines magischen Vox das gesamte Land verwüstet und alles für mehrere tausend Jahre in Eiszeit schickt. Ja, macht euch bereit für den Brothers War.